Dann tu das. Nicht einverstanden. Ja, grüß Gott und willkommen zu einer neuen Dreierrunde mit den beiden M's. Das wurde mir gerade ins Ohr geflüstert. Stimmt, die beiden M's. Okay, Katharine und die zwei M's. Nein, das setzt euch so in eine Randposition. Nein, nein, wir sagen lieber die zwei M's und dann ist da noch die Katharine. Also, schön, dass ihr da seid. Marc und Michael, herzlich willkommen. Ihr könnt auch MCM sagen. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen. MCM, genau, ne? An Anlehnung an ein großes Filmstudio. Irgendwie sowas habe ich da im Ohr, ne? Wir sind noch in der Aufbauphase. Da jault dann immer der Löwe, ne? Ja, nimm mal eine von deinen Katzen und lass die einfach mal am Schwanz ziehen, dann jault die auch, dann haben wir das Ding. Du, da wären wir schon mitten, Marc, da wären wir schon mitten in dem Thema, was ich angedacht hätte. Ich meine, ihr wisst eh, wir landen immer woanders, aber das ist völlig egal. Aber irgendwo müssen wir ja starten und wir begrüßen natürlich auch jetzt alle Zuschauer und Zuhörer, die dann später erst dazu kommen. Haha, die haben wir ja jetzt live nicht dabei, Gott sei Dank, nein, Scherz. So, also Michael, ich habe mir angeschaut, was du da fabriziert hast mit dem guten Bernhard Wirth und es ist natürlich wie immer göttlich, diese Fabrikation. Im wahrsten Sinne. So, dann habe ich ein kleines Lied geleitet, dass ich beim Frank Köstler öffentlich entdeckt habe, über die Massenpsychose, das habe ich euch auch noch kurz weitergeleitet, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, die gestrige Sendung mit Bernhard Wirth, dann dieses Ding über die Massenpsychose, das ist ein guter Ansatz, einfach mal nochmal da weiterzumachen, weil der Bernhard Wirth ist ja Gott sei Dank, so wie ich, der Meinung, dass diese Psychologie eine Art, ja, ich weiß es nicht, ein trojanisches Pferd, ein Gatekeeper oder eine Wunderwaffe ist, auf jeden Fall irgendetwas, was in den Menschen hinein ein Egregor, etwas, was in den Menschen hinein implementiert ist und ihn wunderbar steuern lässt. Und wir haben in unserer Bletchley-Runde nicht umsonst auch immer wieder auf Freud und Bernays hingewiesen, auch wenn ich dafür getadelt wurde. Aber ich bin ja der Ritter ohne Furcht und Tadel, wie mein letztes Video heißt. Deswegen lasse ich mich nicht abschrecken und mache trotzdem da weiter und hoffe auf eine fröhliche Mischkulanz mit vielen Farben und Facetten. Und wenn wir ganz woanders landen, als ich angedacht habe, soll es mir auch recht sein. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Lass es fließen. Genau. Andere. Heute kommt es ganz anders. Ja. Nicht als so. Mir fällt gerade ein, bei Pandarei war es nicht so. Oh, war das Platon oder Sokrates mit Pandarei? Scheibenkleister, dieses Halbwissen. Ich habe nämlich vorhin, weißt du, was ich gegoogelt habe, lieber Michael? Ich habe mir die Sendung mit Bernhard und dir angeschaut und da redet er ja von den Schedim. Und da habe ich gedacht, Scheibenkleister, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Aber er drückt wunderbar aus, wovon wir eigentlich die ganze Zeit hier reden, nämlich von irgendwelchen, ob du das jetzt egregorial besetzt oder irgendwelchen Wesenheiten oder von Dämonen, ne, ist da auch die Rede, die sozusagen die Menschen entweder verführen oder besetzen. Und da fällt mir ein, dass der Sokrates bekannt dafür ist, dass er ja diese Dämonen sozusagen als seine Schutzengel bezeichnet. Also der dreht das gleich um und sagt, ach, das sind die guten Geister und die guten Führer. Also das ist die vollkommene Verkehrung der ganzen Geschichte. Weil der Bernhard Wirth sagt ja nicht umsonst, die Schedim sind die, die ja seelenlos oder falsche Seelen. Haha, das ist schon spannend. Auf jeden Fall irgendwie in die falsche Richtung. Seelenlos hat er es genannt. Nochmal? Seelenlos hat das genannt. Mhm. Darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich habe jetzt bloß mal das Wort Shedding eingegeben, also aus dem Englischen geschrieben. Ich denke, das meint er auch, weil an Franken versteht man nicht immer ganz so, weil da ist B und B und so weiter, ist da ein schwierig auseinanderzuhalten. Shedding heißt, das sind prolongierte Virusausscheidungen. Also wenn wir jetzt, hast du das richtig gemacht? S-C-H-E-D-I-M. Nein, ich habe es jetzt mit Doppel-D geschrieben, aber. Ja, mit einem D, also der Buchstabe ist schon entscheidend, ne? Okay, naja, wer weiß, aber zumindest weiß man, wenn man da irgendwo hinkommt, was mir das vielleicht auch so zu bedeuten hat. Schedim, ja, kann ich sehen, Gattung von Dämonen im Judentum. Okay, dann sind wir bei denen. Aber ich denke, das passt auch ganz gut. Dass da nicht allzu weit weg ist, das wissen wir ja, dass gewisse Wörter sich dann irgendwie weiterziehen. Aber vielleicht kläre ich das mal kurz auf, ne? Wenn ich darf. Mhm. Bezeichnet Gattung von Dämonen im Judentum. Also wir zwei haben das ja auch schon des Öfteren mal angesprochen mit den gefallenen Engeln, beziehungsweise eventuell könnten das die Kanaaniten sein, die man ja aus dem Buch Der Fluch von Kanaan kennt, wenn man es mal gelesen hat, beziehungsweise wir haben schon angesprochen, für kommerzielle Themen durchaus wichtig. Nephilim sind diese gefallenen Engel, ne? Die heißen Nephilim. Ich spiele alles mit rein, ja, diese ganze Thematik da, ja. Also auf jeden Fall. Von Lilith. Ja,
Häufig verstand man sie als fremde Götter, die zwar unabhängig, aber doch in ihrer Macht Gott unterlegen sind. Also sprich, sie sind ihm nicht überlegen, das ist wichtig. Sie stellen keine Konkurrenz oder Gegenpol zu Gott dar, sondern weil sie als Götzen verehrt werden als verwerflich. So. Also sprich, sie sind ihm untergeordnet. Das, denke ich, kann man mal festhalten. Ja. Das ist das Spannende. Und das, was da eigentlich so die Essenz aus der ganzen Geschichte ist, ist eben diese 4 gegen das 1-4-Prinzip. Ja, also das ist das, wo es darum geht. Und du kannst das eigentlich ganz einfach runterbrechen auf die, so ein bisschen auf die materialistische Ebene. Ja, also das alles, was Sachen sind, alles, was Dinge sind, alles, was tot ist, was kein Leben hat, auf das kannst du das runterbrechen. Das ist die 4. Ja, das ist die 4. Und die 1 ist eigentlich das, was das Licht ist. Das ist das, was wir meinen mit Energie. Ja, also Seele, Bewusstsein, all das. Das Gute, die Liebe, was auch immer, wie das morphogenetische Feld, was immer du da auch drunter verstehst. Das ist die 1. Ja? Also die Energie. Ja? Also immer die schöne, spannende Frage, was bewegt diese Hand? Ja? So, und über diese Theorie, ich nenne das jetzt einfach mal theoretisch, ja, kann man ja mal so sagen, gibt es zwei Strömungen in der 4. Ja, es gibt zwei Strömungen. Die einen, die die 1 implementieren oder sich aus der 4 wieder zur 1 bewegen, und die anderen, die eben nur in der 4 sind. Ja, und deswegen gibt es eine böse 4 und eine gute 4. Könnte man auch sagen, dass die böse 4 wie das Bild im Spiegel ist? Das könntest du so sehen, ja. Das ist nämlich das ist das, was dann, er hat das gestern wunderbar erklärt mit dem Apfel. Ja, also wenn jetzt überleg mal, du gehst raus, jetzt gerade sowieso, gehst an den Apfelbaum und holst dir dort einen Apfel, ja, und vergleichst den mal mit dem Apfel aus dem Supermarkt. Ja. Dann ist der Apfel im Supermarkt, der ist geputzt, teilweise sogar nicht besprayt, das ist schön glänzend, ja, so in der Art, also eine Wachsschicht drauf oder irgendwas, keine Ahnung, was natürlich nicht so zum Apfel dazugehört, weil so kriegst du ihn nicht. Und die gute 4 ist eben das Original, ja, wenn du so möchtest, kannst du so sagen. Sind wir beim Spiegelbild. Sind wir beim Spiegelbild. 1 ist das, was vor dem Spiegel steht, und das, was im Spiegel ist, ist dann genau. Spiegel. Und diese ganze Strömung, ja, das kannst du alles eben dann auch unter vielen, vielen Aspekten entdecken. Auch der Kommerz ist letztendlich ein Thema des 1-4-Prinzips, ja. Das muss man ganz klar sagen. Also mir war das ja nicht bewusst von Anfang an. Und das haben wir gerade mit der Katharine gesagt am Anfang, ne, dass wir viele Dinge intuitiv einfach in diese Richtung gemacht haben. Das weißt du, Marc, dass wir bei mir mit den 10 Geboten auch am Anfang so ein bisschen rummachen und da praktisch auf die gleiche Erkenntnis gekommen sind, wie die gesamte Kabbalistik, ja, das schon im Ursprung gesagt hat. Das lag eigentlich auch alles auf der Hand. Ja. Man muss einfach nur hingucken. Also das heißt auch, dass du wirklich mit ein bisschen Energie die Dinge entdeckst. Ja. So, und die 4, das ist all das, was tot ist, all das, was nicht lebt, all das, was du kannst das als Sache, kannst du es, Spiegelbild kannst du es nennen, es ist all das, was nicht lebt. Ja. Und wenn man sich das System anguckt, das ist ein Sachenkult. Ja. Erinnert ihr euch noch, Michael, du hattest das bei dir das erste Mal, ich habe es von dir stibitzt, das war, als ich dein Stichwort da, Block-M-Stichwort, als erste Mal kennengelernt habe, da hast du doch über das Impfen, weißt du noch? Ja. Genau. Und dann, 120.000 Mal angeguckt worden. Ja, genau. Mittlerweile. Also, sehr gut. Und dann habe ich ja mehrere Videos gemacht über das Pfropfen. Ja. Und da habe ich ja auch Informationen bekommen von dem guten Peer, der mir da über das Pfropfen auch ganz viel beigebracht hat. Und nur damit wir deine 1-4, die gute oder die schlechte 4, vielleicht nochmal, also mir kam das Bild, dass man das damit noch besser veranschaulichen kann. Wenn wir sehen, das ist das, was wir ursprünglich sind. Das ist ein Trieb, ein göttlicher Trieb. Das ist, was wir ursprünglich sind. Und der wäre jetzt normalerweise halt hier so weitergewachsen. Stattdessen wurde er hier abgeschnitten und es wurde von außen ein künstliches Pfropfprogramm drauf gemacht. So, und wir wissen, ja, dass das hier muss immer göttlich sein, muss edel sein, denn sonst kannst du es nicht veredeln. Und das ist unglaublich stark. Das hier muss immer wieder wiederholt werden, immer wieder neu, hier wieder abgeschnitten und ja, dass das ja luftdicht abgeschnitten und das immer wieder draufgepfropft wird. Und das ist künstlich. Das ist, würde ich mal sagen, die reine 4. Und das ist die ursprüngliche 4. Und wenn sie normal wächst, ist sie verbunden mit der göttlichen 1 oben. Das unten ist das 1-4. Weil das ist ja beides zusammen. Genau, das was du unten hast, ist 1-4.
Genau. Das unten ist 1,4. Ne? Schreib es auch hin, das ist 1,4. 1,4, die 1,4-Verbindung ist das. Ich hatte es genauso gemeint, weil hier die Verbindung ist. Ja. Nee, aber da hast du die 4 trotzdem noch da oben. Die 1,4-Verbindung ist nach wie vor, du sollst langsam zur 1 zurück. Das ist dann der Auftrag. Was ich meine ist, dass dieses Künstliche, was ihr jetzt nennt, den falschen Apfel, den die Schneewittchen in den Hals kriegt, so ist das. Ja. Das ist dieses Propfprogramm. Und er sagt, und was ich da spannend finde, weil der Bernhard sagt ja, dass niemals aus einem Propfprogramm, weil es seelenlos und künstlich ist, kann niemals eine Eins werden. Er sagt, die können nicht umdrehen, weil das ist deren Programm. Aber umgekehrt kann sie... Und die reinsteigen, bleiben da drin. Genau. Aber er sagt, und die haben auch manchmal göttliches Antlitz, also nicht, Entschuldigung, menschliches Antlitz, sorry, die inkarnieren sich... Ja, ein menschliches Antlitz, die sehen auch so aus wie wir, das ist ganz normal. Ja. Genau. Also, aber was ich spannend finde, was er sagt, ist, hier unten kann sehr wohl jederzeit, und das ist das, was mir der Per bestätigt hat, weil der hat Tropferfahrung, der hat mir bestätigt, dass immer die Triebe, die von unten, die sind so stark, die würden, wenn man sie irgendwie lässt, immer wieder durchgehen. Und das, ja, das ist auch so. Genau, das wollte ich nur ist eben hier jetzt bei dem Beispiel, dass das hinkt ein kleines bisschen, weil es auch, ich sage es jetzt mal so, weil auch Linien hier auf der Erde sind, die eben nur 4 sind. Mhm, ja, das habe ich mit dem Bambus mal beschrieben. Der Bambus kam mir immer vor wie satanistisch, weil er alles zubuchert und zwar unterirdisch, sodass man es nicht erkennt und allen anderen die Luft zum Atmen und die Wurzel abschneidet. Ja, und die sterben ja alle gleichzeitig, ne? Mhm. Genau. Bambus, ja. Wenn ein Bambus eingeht, gehen sie weltweit alle gleichzeitig ein. Echt? Das wusste ich nicht. Ja. Wenn du jetzt von der Gattung einen hast, die leben vielleicht 20 Jahre oder irgendwas und du hast jetzt von der Gattung da einen Ableger oder irgendwas und das Ursprungsding geht ein, dann gehen alle Bambus-Ableger weltweit gehen dann auch ein. Genau, das hat doch der Bernhard gesagt, das passiert, weil diese Schädlinge weniger werden, die sterben aus. Genau, ja. Das hat er gesagt. Ist das nicht übrigens mit Palmenarten auch so? Ich habe gehört... Das weiß ich nicht. Also so weit bin ich in der Botanik nicht drin, aber von Bambus weiß ich das, ja. Cool, okay. Ja, also bin ich auch da gestanden und dachte, okay, weil du weißt jetzt nicht, von wo das kommt und wenn der noch ein Jahr hat, dann ist der weg. Ne? Übrigens noch spannend, dass die nämlich von der Lilith abstammen und das ist so typisch in der Esoterik. Ne? Wir haben ganz viel, vor allem in der Frauenbewegung, in den Emanzipationsbewegungen, aber auch in der Esoterik haben wir ganz viele, die Lilith verehren und ganz ehrlich, ich war früher da auch, ich habe auch diese ganzen Mythen und so weiter gegeben, aber er hat es ja auch wieder gesagt und es ist mir nicht neu, ne? Dass die nämlich von der Lilith abstammen, diese Shedims, also man sagt, dass es Nachfahren von der Lilith sind, wobei wir wieder da bei den Kananiten sind, weil das ist ein bisschen ähnlich wie mit... Das ist Kananiter, also das Buch kannst du einfach, ich sage jetzt mal so, als Leitfaden kannst du das sehen, ja, weil der spricht da ganz klar von diesen beiden Strömungen, ja, ob das nun alles korrekt ist, ja, ob das eine Wahrheit ist, was auch immer, am besten als Geschichte betrachten, ja, und diese Geschichte, ja, das hat jetzt auch der Herwig Pretz gesagt, Geschichte kommt ja von Schichten, aufgeschichtet, ja, fand das unglaublich cool, ja, ja, also auch der Justus Mallet hatte Quellen, ja, und das sind auch Aufzeichnungen, die geschichtlich irgendwie darstellen. Das, was der da abgeleitet hat, das ist schon bemerkenswert, ja, das muss man ganz klar sagen. Aber was ich auch wieder spannend fand gestern Abend, war eben auch der Bezug auf verschiedene Quellen. Also ich habe Jung und Erikson, das habe ich so im Alter von 23, habe ich mir diese Bücher durchgelesen, ja, da bin ich gestern auch wieder vom Glauben abgefallen, weil ich gedacht habe, das gibt's alles gar nicht, du warst da schon in der Thematik schon die ganze Zeit drin, ja, und vielleicht kommt deswegen der Impuls, keine Ahnung, ja, kann ja so sein. Was irgendwie, also mir hat mal einer gesagt, manche Prozesse, die dauern einfach länger und das kann auch mal 30 Jahre dauern, wieso nicht? Er meinte ja auch, dass sowohl Jung als auch Steiner dann in den Logen gelandet wären. Ja. Ist ja auch noch spannend, ne? Das meinte er, ja. Also da werden wir mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber gerade die Logen, das ist, ja, ich sage ja, wir sind da völlig raus. Ja. Also das siehst du auch in den Telegram-Kanälen, da ist wieder das allsehende Auge drauf, da ist wieder die 666 zu sehen, da ist das da zu sehen, da ist das zu sehen, aber was die wirklich machen, weiß keiner. Was machen die denn? Außer stehen die morgens auf und sagen, heute müssen wir da eine Pyramide hinmalen mit dem allsehenden Auge oder da muss eine Firma gegründet werden, damit wir das Logo da platzieren können. So in der Art, weißt du? Das ist ja nicht das, was die Logen machen.
Ja, was machen denn die Logen? Wer weiß es denn? Ja, die machen allerhand Zeugs. Ja. Und es, so wie er gestern gesagt hat, da gibt es nicht nur schlechte, also es gibt auch gute, ja, also die eben über 1,4 am Werken sind. Ja. Vielleicht ist das gerade das, was wir da gerade erleben. Das kannst du ja gerade feststellen, dass es hier zwei Strömungen gibt. Ja. Und das Verwirrspiel, was da draußen abläuft, ja, da musst du dir die Bundestagswahl angucken. Hallo? Das kannst du mit Vernunft nicht mehr erklären. Das kannst du mit Vernunft nicht erklären. Aber das ist schon lange. Ja, aber ich habe auch jetzt die Woche wieder einen kennengelernt, der sagte, das ist absolut wichtig, dass die Menschen ein Demokratieverständnis haben und dass die das verstehen und da muss man. Und dann sage ich, was muss ich denn verstehen? Was muss ich denn da verstehen? Ne? Na klar musst du es verstehen. Du musst so gehalten. Das ist sowieso nicht. Also wenn du alles logisch. Darum geht's ja. Ja, eben. Wenn du das logisch erklären willst, da kommt doch nichts raus dabei. Sorry. Ja, das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass es offensichtlich ein paar Leute gibt, die denen das völlig scheißegal ist, dass der da einen Skandal, einen Wirtschaftsskandal hinter sich im Rücken hat, dass er ganze Schränke voll mit Akten hat, dass die andere achtmal ihren Lebenslauf, also lügt, ja, das ist anderen auch scheißegal. Und der Nächste, der bei der Flugkatastrophe grinsend im Hintergrund steht und sich über das Schicksal der Menschen auch noch lustig macht in irgendeiner Form, das ist dann auch noch scheißegal. Also, na gut, deswegen habe ich ja gefragt, warum hatten die FDP keinen Kanzlerkandidat? Ihr habt ja heute schon gehört, dass der Kubicki nicht an den Verhandlungen dabei ist. Wozu auch? Die sind ja vorher auch gern. Also, aber der Einzige, wo ich noch denke, der hat wenigstens noch ein bisschen Schneid, ja, so ein bisschen. Ja. Aber siehst du, das ist genau das, was man dann unter Demokratieverständnis verstehen soll. Meine ich. Aber was ist? Ja, dass das aber nicht. Nein, hat doch gar keinen Auftrag. Warum sollte er sich darum kümmern? Es ist doch viel schöner bei dem Wetter jetzt noch die letzten. So, das ist 4. Ja, jetzt reden wir nur über 4. Wir reden die ganze Zeit nur über 4. Das ist 4. Das ist die 4. Weil es geht nur um Parteien, Ideologien. Ja? Und dann soll ja dann erklärt werden, wie die Personen in Zukunft ihr Leben gestalten sollen. Ja? Wie sie verwaltet werden. Ja, diese zwanghafte, ich muss da leben, den Sachen Leben einhauchen. Ja? Personen sind Sachen. Nochmal, das sind Sachen, das ist ja schon ein richtiger Kult und wir sind ja jetzt bald 150 Jahre auf Personen gedrillt worden. Deswegen gibt es auch Menschen, die sagen, lebt. Ja, das ist die Verdinglichung und da sind wir wieder bei dem, dass du redest ja auch immer, Michael, von den Körperschaften, von dem, dem Wesen, dem Gesellschaft, dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und so weiter. Und die Körperschaften im Gegensatz zum Leib, ich wusste das nicht, das hatte ich euch geschickt, ne? Der Unterschied. Ja, hast du geschickt, sehr klar. Das ist 1:1, da kannst du alles dran ablesen, aber wir müssen halt mal wieder die Augen aufmachen und uns einbilden. Nicht mehr ausbilden. Da würde ich mal sagen, das hier ist der Leib, das hier unten ist der Leib und das da oben ist der Körper, beziehungsweise die Körperschaften, die Wesenheiten, Wesen, das Finanzwesen, das Gesundheitswesen, das Politik. So aussehen, als hätten sie eine Seele. Genau. Naja, du kannst es auch anders plastisch darstellen. Schau dir doch mal die ganzen Gemachten an. Ja? Die ganzen Gemachten, also die sich haben aufspritzen lassen. Ich will jetzt keine Namen nennen, sonst würde ich ja irgendjemand beleidigen. Aber man findet es ab und zu, wenn man sich so in der deutschen Schlagerszene mal umguckt auf so Cover. Ja? Und dann findest du da zum Teil Gesichter, wo du denkst, war da zu viel Botox unterwegs? Man könnte jetzt auch Cher nehmen oder irgendwelche alles anderen. Hier. Weil alles da ist hier. Ja, da ist die Eins schon lange draußen, weil es wird mit allen Tricks und Mitteln versucht, irgendwo eine maskenhafte Gestalt zu erhalten. Es kommt dieses Ideal, ja, das ist das Wort, das Ideal. Ne? Ideal, aber Ideologie, das steckt alles zusammen in der in Idee. Was das Ideal ist, Gleiche, ne? Dann alter ich lieber in Würde, weil das ist ja grausam. Ich bin stolz auf meine Falten. Weil jede Einzelne kann eine Geschichte erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie du immer so schön sagst, Marc, ne, wenn die Ideologie auf das Leben trifft. Ne, das ist die Realität, ja. Genau, auf die Realität trifft. Du, Michael, weil ich hatte das ja auch mit Bernhard, ne, was ja auch sehr spannend ist, einerseits die Eins, also dass die Vier quasi nur dann wirklich eine Qualität hat, wenn sie mit der Eins zusammengeht, dann ergibt sie, dann ist es hier unten in unserem Leib die verkörperte Seele, das verkörperte Seele, da hätten wir es lieber, die leibhaftige Seele, dann die inkarnierte Seele, wie wir sie jetzt auch immer bezeichnen wollen.
Und auf der anderen Seite hattet ihr es ja über die 2, weil die 2 ist ja immer dieses Entweder-Oder, diese, ich nenne es nicht Polarität, ich nenne es lieber Dualität, weil es sich eigentlich ausschließt. Es ist so ein Entweder-Oder-Spiel, das ist für mich Dualität. Aber das ist die 2, ne? Wir sind quasi hier auch gefangen. Da darfst du was nicht verwechseln, der hat ja die 4 Weltbilder beschrieben und das ist nicht 1-4. Also 1-4 ist ein anderer Bereich. Die 4 Weltbilder kommen, so wie ich das verstanden habe, aus ein Sof und ein Sof-Ohr. Das ist die Entstehung. Ja? Und die Entstehung wird praktisch über das Licht gemacht. Das Licht kristallisiert sich aus. Das Licht hat die Eigenschaft, sich auszukristallisieren. Da gab es letztens sogar einen Forschungsbericht, dass Licht sich materialisieren kann. Das stand im Mainstream. Hat irgendein Forscher gesagt, das Licht kann sich materialisieren. Und das wäre jetzt mal eine Schlagzeile. Jetzt stell dir das mal vor. Ich kann mich noch erinnern, in der Sendung gestern, das war ja mehrmals, dass es hieß, ja, das Licht kämpft nicht, weil das Licht, dazu ist das Licht nicht da, also die 1 kämpft nicht, sondern sie warten sozusagen so lange, bis die Shadim sich ausgekämpft haben, bis die Falschspiele sich von selbst aus, die muss kämpfen, die muss permanent kämpfen. Die 4 muss kämpfen. Das ist ja das Propfprogramm, dass sie immer wieder nachjuckeln muss, nachinjizieren muss, nachimpfen muss. Und deswegen haben wir so viele Impfungen, das dürfen wir schon wieder nicht sagen, sonst habe ich jetzt was Falsches gesagt. Nein, du hast Schwimpfung gesagt, wolltest schwimmen gehen. Die Schlumpfung. Und Schwimmfung. Ich habe Schwimmen verstanden irgendwie. Ja, Schwimmunterricht, meine Tochter war beim Schwimmunterricht. Nein, Scherz. Okay, aber die 1, das Licht kämpft nicht, ne? Sondern das Licht. Nein, das kann ja nicht kämpfen. Das andere sich ausgekämpft hat, genau. Das andere ist die Materie, das ist 4, ja. Das kämpft. Ja. Und das ist das, was wir gerade erleben, weil es die Strömungen gibt, die auf der Sachenebene dann gegeneinander sich positionieren. Und da nutzen logischerweise all die auch dieselben Energien, dieselben Tricks, dieselben Kommunikationskanäle wie die anderen. Und das ist das, was du gerade erlebst. Ja. So, und deswegen. Ja, also ich für mich stelle einfach fest, dass wir da von Anfang an auf dem richtigen Weg waren. Ja, richtig im Sinne von hin zur 1, weil die 1 ist der Weg aus der Knechtschaft. Ja. Das ist das. Ja, also so verstehe ich es. Ja, und je mehr du dich aus diesen, ich kann das immer nur, ja, ich weiß, dass mittlerweile auch schon all die Menschen, die in den Städten leben, all die Menschen, die in ihren Hochhäusern leben, das ist mir alles klar. Ja? Ich verstehe das alles. Ja? Man muss sich immer mal fragen, was habe ich mir da geschaffen? Ja? Also das habe ich ja auch ein Stück weit mitgemacht. Manchmal gibt es auch Situationen, da hat man keine Wahl, das habe ich auch schon erlebt. Aber es geht immer irgendwie ein Stück weit weiter. Und es gibt für jede Situation gibt es auch eine Lösung. Das muss man einfach glauben. Ja? Man bekommt nur die Probleme, die man selber lösen kann. Für dieses keine Wahl haben möchte ich gerne noch ein anderes, das mache ich normalerweise zu Ostern, aber ich hatte das gestern auch und ich finde es schon wichtig, dieses ans Kreuz, du hast es ja auch in deinem Seminar, ne? Dieses ans Kreuz genagelt sein, weil wenn du davon redest, von wegen keine Wahl haben, dann ist man so lange in diesen 4 aufgeteilt, der 4 geteilte Körper, du bist so lange in diesem Entweder-Oder und wirst hier durch das Leid geschickt, bis du in der Mitte in der 1 landest. Da landest du nämlich, wenn die Verzweiflung am größten ist, wenn Jesus am Kreuz irgendwie sagt, Du kannst es sehen, ja, und gehst so einen Schritt weitergehen, du kannst sagen, dass all diese Instanzen da draußen den Körper an die 4 genagelt haben. Ja? Genau. Dran genagelt haben. So, und du kriegst den Körper da nicht weg. Ja? So, und jetzt liegt es wirklich an dir. Also, wo guckst du hin? Ja? Man muss ja nur mal, denkt man doch mal alle in die 80er. Ich liebe die 80er. Ich liebe die Mucke aus den 80ern. Ich liebe die Serien aus den 80ern, ja, ich dann an Miami Vice, ja, ich lasse es mal so laufen, war einfach cool, es war bunt, es war schrill, das war, Deutsche Welle, ja, Falco, wie sie alle hießen, ja, das ist alles genial, ja, aber da wurde ja schon im Prinzip eine Art, aus heutiger Sicht, so eine Grundlage geschaffen, ja, weil aus den 80ern heraus haben wir das ja heute auch so ein Stück weit mitgestaltet, ja, da warst du nur was, wenn du einen Adidas Turnschuh hattest, ja, da warst du nur was, wenn du, irgendwie den Walkman hattest, ja, so ging das doch los, ja, und ging einen Schritt weiter, dann kam jetzt hier Apple, Smartphone, da warst du nur was, wenn du das Ding da hattest, ja, jetzt so geht das immer weiter, ja, und das lutscht sich gerade ab.
Das ist das, was sich gerade ablutscht, ja, weil die Menschen merken, es kommt nicht darauf an, ob du das neueste Smartphone hast. Deswegen darfst du trotzdem nicht raus in den Supermarkt, ja, oder deswegen ist beim Lockdown trotzdem alles dicht, ja, auch wenn du dieses Scheißding da für vom Munde abgespart hast. Ja. Ja, das ist das, was wir gerade sehen. Ja, dass diese Wichtigkeit, die Wertigkeit auf solche Sachen in keiner Relation mehr steht. Das ist das, was wir, das ist die Chance, die wir haben. Dass wir uns aus diesem Bewusstsein abkoppeln können und dann mal wieder was anderes vielleicht entdecken. Und ich habe das schon oft gesagt, dass die ganze Welt da draußen kriegt Risse. Ja, das blättert alles ab. Und das, was du zu sehen kriegst, das bist du selbst. Wenn du hinschaust. Du stehst vor der Entscheidung. Ja. Geht doch schon los. Du merkst, guck doch nach Italien, da geht's schon los, da sagen sie jetzt langsam, sie zahlen nur noch die Gehälter an die Geimpften aus. Stell dir das mal vor. Ja? Ja. Aber es ist immer noch freiwillig. Es ist immer noch freiwillig, das ist auch so. Ja, das ist das, was wir nicht in den Kopf kriegen. Es bleibt freiwillig. Du musst dich freiwillig dafür bekennen. Und gut, die Welt ist so, wie sie ist. Wenn du halt nichts mehr verdienst, ja, und dann vielleicht auch vom Arbeitsamt sanktioniert wirst, weil du nicht geimpft bist, ja, weil jetzt die Kündigung unverschuldet oder verschuldet hast, so in dem Sinn. Das wird alles gedreht. Das wird alles zu deinem Nachteil gedreht. Am Schluss kommt es wirklich drauf an, lässt du dich auch beim größten Druck, ja, dann korrumpieren oder nicht? Bist du standhaft? Das ist das, was kommt. Bist du dann wie Jesus am Kreuz, am Ende sagst, dein Wille geschehe? Bist du dich, so ist es. Dann bist du vom Kreuz heruntersteigst. Darum geht es doch nicht, dass du hängen bleibst und dass sie dich letztendlich... Kannst du doch weiter sagen, dass du auferstehst, ja? Weil dieses ganze Sachenprinzip, Körper und all das, ja, das lässt ja, das hat er ja in dem Moment auch losgelassen. War ja so, ne? Also, das kannst du alles übertragen. Also nicht wörtlich nehmen, einfach symbolisch mal betrachten. Genau. Was wird da gezeigt? Ne? Oder was wird uns da gezeigt? Ne? Auf das Symbolische. Ist die Erlösung wirklich im Außen? Kann die im Außen sein? Oder findet sich diese Erlösung vielleicht auf einem ganz anderen Feld? Genau, Michael, um im Bild zu bleiben, auf der symbolischen Ebene würde ich sagen, die vier, also der reine Körper, jetzt sage ich bewusst Körper und nicht Leib, der reine Körper bleibt hängen, der Geist wird transzendiert und dadurch kannst du wieder im Leib wieder auferstehen. Ich nenne das jetzt mal Leib, weil das andere ist das komisch, das ist einfach nur Fleisch. Ich denke, Marc, am Ende bleibt am Kreuz, am Holz bleibt der reine Leib, also der Kadaver, der Leichnam, das reine Fleisch hängen, so gesehen. Ja, dann bleibt aber der Körper hängen, nicht der Leib, weil der Leib steigt herab. Genau. Oder der Schweiß fährt aus dem Leib und es bleibt beim Körper zurück ein Tote, um das jetzt mal vielleicht etwas zu präzisieren, wenn wir schon die Begriffe verwenden. Der Brief an die Galater. Ja? Ja? Der Brief an die Galater. Ja. Galater 3, 13. Christus ist zum Fluch geworden. Er ist zum Fluch geworden. Ja. Und jeder ist verflucht, der am Holz hängt. Man hat ihn deutlicher geht das gar nicht mehr. Jetzt kriege ich meine Haare nicht zusammen. Super. Aber da ist viel dran, ihr Lieben, da sind wir, wir haben noch 8 Minuten, bevor dieser Teil zu Ende geht, aber es kommt ein zweiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat was zu tun mit dieser Kadavergesellschaft, mit dieser Todesgesellschaft. Es ist der reine Tod, es ist nur noch Fleisch, es ist nur noch Holz, es ist tote Materie, nicht belebte Materie. Es ist eine Illusion, ja. Weil dieses Ganze, das alles, was du jetzt auch angesprochen hast, und jetzt nehmen wir das mal wieder bildlich und sagen, okay, das mit dem Supermarkt oder das tolle Gerät oder whatever, ja, es ist letztendlich eine Illusion, die wir, entweder können wir sie durchschauen und durchtreten, ja, also einfach wie durch so einen Nebelschleier hindurchgehen, wenn wir aber diesen Mut nicht aufbringen, da durchzugehen, dann bleiben wir da drin hängen, ja, in diesem Spiegelkabinett. Und darum geht es ja. Und wie du schon gesagt hast, und ich weiß jetzt schon wieder die Kommentare, ja, und ich muss ja, und ich muss ja, und ich will gar nichts. Sondern letztendlich ist es eine Aufgabe oder es gibt Aufgaben, die es im Leben zu bewältigen gibt. Und auch wenn es immer so gut dahergeschwafelt klingt, oder ich kenne ja das, wo dann viele Leute schreiben, ja, ich habe aber und das und jenes und sonst was. Vielleicht, dass man das mal ganz kurz nur beschreibt. Ich denke, jeder von uns hat schon mal irgendwann im Leben Situationen gehabt. Wir haben es auch oft schon genug gehabt, wo wir einfach mit dem
mit dem Gesicht auf den Boden aufgeschlagen sind und wo jetzt die Entscheidung war, schmeiße ich mich jetzt von der Brücke oder richte ich mich wieder auf? Ja, und alles andere ist plötzlich abgefallen. Oder man lässt sich einfach unter diesem nicht vorhandenen Schleier, weil jemand anders sieht es ganz anders. Ja, der sieht dieses imaginäre Gefängnis, was wir haben, sieht es ja nicht. Ne? Das ist ja auch dasselbe, wenn ich heute jemandem einen Rat gebe, sehe ich das anders als der, der sieht. Also ich kann durch seinen Schleier hindurchblicken, er kann durch meinen Schleier hindurchblicken. Und je nachdem, wie der Blick geschärft ist oder trainiert ist, kannst du diese Dinge, siehst du Lösungen für all diese Sachen. Das ist natürlich was anderes, wenn du da drin bist. Jeder für sich hat sein Gefängnis irgendwo. Die Frage ist nur, wie weit kannst du es ausdehnen oder weißt du, dass du dir dieses Gefängnis selber gebaut hast, dann kannst du es auch wieder verlassen. Dazu musst du aber beseelt sein und auch einfach in dir drin irgendwo eine Seele haben und irgendwann vielleicht zu sagen, ich lasse jetzt alles fallen. Ja? Also der Skorpion kann das nicht, weil der muss erst alles zusammengreifen und dann kann es fallen lassen. Aber das hatten wir auch mal, Katharine. Ja. Es ist so, da weiß ich, wovon ich spreche. Und von dem her, das sollte man sich bewusst machen. Aber da draußen, das Leben geht weiter. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du auf jeder Wiese im Zweifelsfall die Dinge zum Überleben findest. Aber auch in Italien wird es Mittel und Wege geben. Und ich denke auch, dass das wirklich ganz wichtig ist, dass man jetzt durch diese Phase durchgeht. Weil rein auf der physischen Ebene oder nennen wir es mal auch auf der illusorischen Ebene, diese ganzen sogenannten selbsternannten Regierenden, ob die bei uns in Italien oder sonst wo sind, die können nicht gegen einen Großteil der eigenen Bevölkerung vorgehen. Rein aus haftungstechnischen Gründen schon nicht, weil das können sie sich gar nicht leisten. Aber weißt du, Marc, was ich da noch gerne, wir haben noch 4:30. Da würde ich gerne vielleicht nachher in der nächsten Runde noch drauf eingehen, weil es hat auch etwas, weißt du, diese Kreuzigung, du kannst da nicht aus. Ich möchte, wenn Menschen glauben, sie können das umgehen. Jesus konnte das auch nicht umgehen. Und ob es jetzt eine Geschichte oder eine Allegorie ist, ist nicht so wichtig. Aber er konnte es nicht umgehen. Er wusste, es ist sein Schicksal. Er musste es annehmen. Und es ist eine Frage, also du kannst dem nicht ausweichen, dem nicht entweichen. Du bist da ans Kreuz genagelt und dann ist es eine Frage des Timings, weil es dehnt sich aus. Da sind wir auf der horizontalen Zeitlinie, über die der Bernhard Wirth auch gesprochen hat. Da würde ich gerne nachher drauf eingehen, auf die Zeit, weil die Zeit kann sich ausdehnen, kann endlos sein und du kannst mit deinem Schmerzkörper das Gefühl haben, als würdest du ewig, vielleicht sogar dein ganzes Leben lang am Kreuz hängen, am Fliegenfänger hängen, wie ich immer sage. Und erst wenn es der rechte Zeitpunkt ist, dann bist du so weit, dass du sagen kannst, okay, ich gebe mich ab, ich gebe mich hin, dein Wille geschehe und dann kann erst die Transformation geschehen. Das heißt also, es ist eine Abfolge und ich glaube, wir können da nicht aus. Wir müssen, ich verwende das Wort ja, du weißt, sehr, sehr selten, Marc, aber ich glaube, da müssen wir durch. Da muss, glaube ich, jeder durch. Das ist das Nadelöhr, durch das jeder durch muss, dass er quasi da ans Kreuz genagelt ist und dann dadurch in seine Mitte findet. Da ist der Transzendentpunkt. Das ist unser Leben. Ja. Einfach die Dinge. Die Aufgabe. Ja, genau. Die Stimmung zu eins. Ja. Wie kommst du zu eins? Genau. Weil wir sind ursprünglich getrennt und wir führen uns wieder zusammen. Das ist der Job. Genau. Oder wir werden zwangsmäßig zusammengeführt, wenn wir nicht freiwillig, dann werden wir dadurch gepresst. Dann bist du in der Vier. Das ist das, was gerade läuft. Die holen dich in die Vier. Und da ist nichts mehr. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Nichts und ist vor allem, da. Sie lassen dich nicht in Ruhe, sondern sie peinigen dich ja weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich springe jetzt über das linke oder das rechte Gatter, sondern du wirst geschoben und in der einen Richtung, da werden sie dir weitere Dinge, Steine in den Weg legen, egal wie der dann ausschaut. Wir wissen ja nicht, was man so noch alles erdacht hat und vorbereitet hat, wobei ich der Meinung bin, wenn wir das mal auf der weltlichen Ebene sehen, wenn nicht so viele mitmachen würden in dieser Art und Weise, dann wäre das ganze Thema schon lange durch. Das ist also, das, was ich gemeint habe. Wir sind ja schon. Wir kreieren das auch selber. Wir sind seit 30 Jahren darauf konditioniert. Ja, genau. Worden. Ja, weil man da die tollen Fernseher hatte, man hat den tollen Kinofilme, all das manifestiert sich alles jetzt in dieser Zeit. Da ist das. Das ist dafür gemacht. Ich würde sagen, es ist sogar noch älter. Genau, und Corona. Mit Sicherheit, natürlich, ja. Du kannst auch die 50er schon dazu rechnen, aber ich aus meinem Teil sage bewusst, die 80er waren so der richtige Schub. Ja, da ging das richtig los.
Und Corona und Katalysator. Aber wir haben jetzt nur noch eine Minute. Marc, ist das ein längerer Gedanke? Weil dann dann machen wir den Gedanken nach der Pause. Ich schicke euch einen Link, aber zuerst tue ich es abspeichern. Ja, dauert ein bisschen. Machen wir eine Werbepause. Eine Kaffeepause oder eine Pinkelpause. Okay, die Werbung kommt jetzt. Die Werbung kommt jetzt, genau. Bis gleich. Tschüss. Wo ist die Band? Die 80er, wenn du dich erinnern kannst. Machen wir wieder auf. So, Jungs. Werbung vorbei. Ja, Werbung vorbei. Habt ihr Lust, da auf diese horizontale Zeitlinie nochmal einzugehen? Weil die Leute fragen noch immer, wie lange dauert es noch? Wie lange haben die Shedims hier überhaupt noch eine Chance? Und da bewegen sie sich natürlich immer auf dieser horizontalen Zeitlinie, von der wir ja überhaupt nicht überzeugt sind, inwieweit sie überhaupt existiert. Die gibt es nicht. Genau. Es gibt keine horizontale Zeit. Das ist ein Druckbild. Das ist ja das, um was es geht. Denn wenn du das, ich weiß nicht, ich kann in das Thema einsteigen, wenn du magst, aber dann werde ich ein bisschen Platz brauchen dazu. Marc, geben wir ihm den Platz. Ich lehne mich mal zurück. Also leg los. Wie verstehen wir Zeit? Ja, wir haben irgendwie in unserem Leben gelernt, dass wir Zeit greifen. Also wir greifen das. Ja, wir greifen das und implementieren das in unser Leben. Wir wissen, eine Woche hat 7 Tage, ein Monat hat 30 Tage, ja, dann manche haben 31 Tage, ein Monat hat 28, manchmal 29 Tage. Dann haben wir Monate, ja, wir haben Jahreszeiten, wir haben Jahre. So, und das suggeriert dann, dass eine Zeit abläuft. Und das Ablaufen, ja, das ist, man muss immer über das Wort nachdenken. Ja. Was läuft denn ab? Wie kann denn Zeit ablaufen? Die Sanduhr. Wie die Sanduhr, ja. Das ist, man zielt da wirklich auf ein Glaubenssystem ab, was in uns allen installiert ist, und zwar von Anfang an. Das haben uns unsere Eltern erklärt, das haben uns unsere Großeltern erklärt, unsere Urgroßeltern, sofern wir sie kennengelernt haben, haben uns das auch erklärt. Ja, und dieses Zeitsystem gibt es kalendarisch seit 1582. Davor gab es auch Zeitsysteme. Ja, deswegen auch das Thema der Komputistik, weil da erklärt wird, wie diese Zeitsysteme konstruiert wurden. Ja, also was man gemacht hat, um diese Zeitsysteme darzustellen. Daher die Komputistik, weil man feststellt, dass Chronologien nicht passen. Daher das ist alles künstlich. Ja? Also wenn es wirklich linear ablaufen würde, und ich rede jetzt hier so wie so eine Timeline, so eine Zeitlinie, ja? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und ich stehe irgendwie so drin und bewege mich praktisch durch die Zeit durch, dann kann eine Zeit ablaufen, ganz klar. Ja, weil ja das, was hinter mir ist, irgendwie hinter mir ist, da komme ich ja nicht mehr hin, und das vor mir kann ich erreichen. So, und dann ist das, was wir da leben, auch einer Begrenzung ausgesetzt. Weil wir ja von vornherein erklärt kriegen, der Mensch hat eine Lebenserwartung von. Und das haben wir ja alle mal gemacht, oder? Wenn du gesagt hast, okay, jetzt durchschnittliche Lebenserwartung sind 74, noch was oder 78, bla 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 Jahre, dann guckst du auch auf den Kalender. Dann denkst du, okay, ich bin jetzt so und so viel. Lebenserwartung, jetzt habe ich noch 24 Jahre Zeit, wird langsam knapp. Ja? Du assoziierst schon automatisch irgendein Ende, ja, und in der Zukunft. Ja? Wir müssen auch mal schauen, wie wir Zeit erleben. Also je älter wir werden, bleibt immer weniger übrig. Die Tage werden schneller, die Monate rasen rum, die Jahre purzeln gerade so vorbei. Ja? Und ich habe immer so den Eindruck, dass das nur eine Geschichte ist, die sich irgendwie tatsächlich in meinem Kopf abspielt, weil der Tag ändert sich nicht, das sind immer noch 24 Stunden. Also es ist nur mein Empfinden. Ja? Was ist Zeit? Zeit ist Kontrolle. Das ist Kontrolle. Und zwar Kontrolle über dein gesamtes Dasein. Alles. Da denkst du hast am so und so vielten Geburtstag. Du denkst, an dem und dem Tag ist das Fest. An dem und dem Tag hat mein Nachbar Geburtstag. Das und das, das sind alles kalendarische Bezüge, die immer wieder suggerieren, jetzt hast du das Jahr 2021 und nächstes Jahr ist das Jahr 2022 und dann kommt das Jahr 2023 und so weiter und so fort. Wo steht denn, dass das eine Realität ist? Wo steht das?
Es gibt niemanden, der dir das erklärt, außer dieser Fetzen, der da an der Wand hängt, der Monat für Monat abgerissen wird, ja, oder dein Smartphone, was dir erklärt, du bist jetzt in dem und dem Monat, oder deine Terminliste, die dir sagt, du hast das und das abzuarbeiten an dem und dem Tag. Aber da draußen in der Natur gibt es nicht eine einzige natürliche Quelle dafür, die dir sagt, dass heute der 30. September ist. Das ist ein Konstrukt. Wenn du die Erde betrachtest, und das ist das, was der Volker so eindringlich mir beigebracht hat oder mir gezeigt hat. Ja, wenn du die Erde betrachtest, das, was auf der Erde abläuft, dann kannst du nicht sagen, da vergeht eine Zeit, sondern es wiederholt sich einfach nur ein Ablauf, ein wiederkehrendes Phänomen, wenn du so möchtest. Jetzt guckst du raus, jetzt werden die Blätter braun. Dann siehst du, der Herbst läutet sich ein, ja, und du siehst, dass die Tage jetzt ein bisschen kürzer werden und du merkst, das Laub fällt runter so langsam. Und jetzt kannst du klimatisch so ein bisschen einordnen, dass du in der und der Jahreszeit bist. Aber das ändert nichts an der Erde. Es ändert einfach nichts. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass wir Zeit so implementieren, dass wir unsere Gedanken, all das, was wir für unser Leben erreichen wollen, all das, was wir für uns gestalten wollen, immer in eine Zukunft transportieren, die gar nicht da ist. Weil die ist nicht da. Auch die Vergangenheit ist nicht da. Es gibt nur eine einzige Zeit. Und das ist die wir nicht erfassen können. Und das ist das Jetzt. Es gibt nur ein Jetzt. Und wenn du die Zeit zyklisch betrachten würdest, ja, dann kann kein Jahr vergehen. Es kann nur sich wiederholen. Es wiederholt sich. Man kann das als Kreis darstellen. Das ist jetzt, ich trete an irgendeinem Zeitpunkt, wenn du so willst, in diesen Zyklus ein und werde diesen Zyklus an irgendeinem Zeitpunkt verlassen. Oder auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kommt. Irgendwas wird passieren. Ja. Nur wann? Das ist ein absoluter Wahnsinn, dass wir uns dadurch selbst, wie du es vorhin auch gesagt hast, selbst begrenzen, ja. Und das ist das, was da passiert. Das ist die Kanalisierung unserer geistigen Kraft auf einen bestimmten Punkt hin. Eine Klimakatastrophe, wann soll die denn stattfinden? 2100. Ist ja schon mal aufgefallen, dass wir das nicht erleben werden nach der kalendarischen Zeitrechnung. Das heißt, es wird irgendwas produziert, was wir gar nicht erleben können. Können wir nicht erleben. Also wie wollen wir uns denn beweisen, ob das tatsächlich eintritt? Das ist dasselbe, was die Kirche vor 500 Jahren gemacht hat. Die hat gesagt, zahl deine Steuern, dann kommst du schön in den Himmel. Wenn nicht, dann könnte es sein, du gehst ein Stockwerk tiefer. Ja? Und dann hat man dir schon mal gezeigt, was da passiert. Dann hat man Einzelne rausgegriffen, hat die verbrannt auf den Scheiterhaufen und das wolltest du nicht erleben. Und das ist mit Angst gemacht worden. Ja? Es geht nur um den Profit. Zeit und Geld sind zwei ganz, ganz wichtige Elemente, die zusammenhängen. Und das ist ein Egregor. Das ist eine egregoriale Struktur, weil die sich nur in unserem Kopf abspielt. Und wir glauben, es ist eine Realität. Wir glauben tatsächlich, heute ist der 30. September. Das glauben wir tatsächlich. Aber es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Das ist wie mit allen anderen ideologischen Aussagen. Klimakatastrophe kannst du auch nicht beweisen. Das kannst du nicht beweisen. Das sind, wie der Bernhard sagt, das sind Rhythmen. Ich sage, das sind Zyklen. Und ein Zyklus, der hat keinen definierten Ablauf. Der wiederholt sich immer. So, und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn es wirklich so ist, dass der Mensch gedanklich gemacht hat, das Licht auszukristallisieren, also praktisch diese Welt da draußen zu schaffen. Was passiert wohl, wenn möglichst viele Menschen an eine Klimakatastrophe glauben? Was passiert, wenn Menschen daran glauben, dass die Erde kaputt gehen kann? Was passiert dann? Dann passiert es auch. Dann passiert es auch. Ist, ob das nur bei denen passiert? Oder ob das bei allen anderen auch passiert? Nein, passiert dann bei allen. Ja? Weil es wird da draußen beeinflusst. Ich glaube, das Ding da, das, was wir da haben, das ist eine riesige Maschine. Das glaube ich langsam. Die durch uns gesteuert wird. Und zwar telepathisch. Das denke ich langsam. Da kann man mich jetzt für verrückt erklären oder auch nicht. Ja? Aber die Telepathie fängt ja schon mit meinem Körper an, weil mein Bewusstsein hat ja auch keine Masse und ich steuere diesen Körper trotzdem. Ja? Michael, da halte ich dich gar nicht für verrückt, weil ich habe früher immer dieses Bild vom Röhm, heißt es Röhmrad, oder? Röhmrad habe ich immer gebracht. Wie der Leonardo da Vinci mit seinem Mann, mit seinem Uomo Universalis. Und da habe ich immer dieses Bild gehabt, weil wir nämlich, es heißt ja nicht umsonst, dem Gehenden erschließt sich der Weg unter den Füßen. Und ich habe uns immer gesehen, oder jeden von uns einzeln, wie einen Mensch, der im Röhmrad
dahin geht, und durch sein Dahingehen bringt er das Röhmrad erst in Bewegung. Das heißt, dass wir diejenigen sind, die das in Bewegung setzen oder die stoppen oder die es umkehren. Also da bin ich ganz, ganz bei dir. Dass wir da Teil davon sind, von diesem Ganzen, dass es sozusagen wie ein lebender Organismus ist, von dem wir Teil sind und dem gegenüber oder aufgepfropft, ich nenne es wirklich lieber aufgepfropft, ist ein System, was nicht nur dazu da ist, um Geld zu kreieren oder so, sondern auch, also nicht nur für Profit, sondern auch eine Steuerung, ne, um uns zu steuern und zu lenken und uns auch natürlich zu unterjochen, aber vielleicht zu dem einzigen Zweck, damit wir uns befreien können. Aber das geht nur, wenn du es dir bewusst machst. Ja. Und das geht nur, wenn du diese, ich sag's jetzt mal, Matrix auch anguckst, ja, und uns dir wirklich klar machst. Und jetzt mal vom Grundgedanken her. Stell dir mal vor, dein Jahr würde 1000 Tage dauern. Nur mal so, würdest du einfach so rumrechnen. Ja? Wie würdest du Zeit dann erleben? Dann würdest du dir, hättest du ein völlig anderes Verständnis davon, ja? Und du hättest wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja? Also nach der Rechnung bin ich jetzt 19. Mhm. Ja? So, oder bald, ja? Und dann ich habe jetzt wirklich auch vor, für den Rest meiner Tage mich so zu konditionieren, das aber über den Weg so zu leben, ja? Und mir sind diese Daten da im Kalender wirklich scheißegal mittlerweile. Es interessiert mich alles nicht mehr, ja? Und dann, ob da nun Weihnachten einer mir vorgibt, dass ich jetzt dann mir so einen halb verkrübelten Tannenbaum da reinstellen soll oder im Vorfeld dann noch schön konsumieren, daran kann man es doch sehen, was das ist. Das ist nichts anderes als Kontrolle. Es ist Kontrolle. Und je mehr wir es glauben, ja, dann umso leichter kann man mit uns machen, was immer man auch vorhat. Ja? Guckt euch doch die Corona-Geschichten an. Das sind alles Daten. Das sind Daten, die Kalenderbezüge haben. Die kommen mit den Ministerpräsidentenkonferenzen an dem und dem Tag. An dem und dem Tag wird das gemacht. Dann wird ein Gesetzesentwurf gemacht. Dann und dann. Und dann wird der Lockdown für 14 Tage verhängt, der dann nachher 5 Monate dauert. Ne? Aber Michael, Zeit wird geliefert. Aber ich würde noch gerne mal nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, von wegen, dass wir das steuern. Weil es ist nämlich etwas völlig anderes, ob du die Matrix oder das System oder wie du das jetzt immer nennen willst, als etwas betrachtest, was sozusagen total feindlich da draußen ist. Und es ist omnipotent, es ist unglaublich mächtig. Und du bist der kleine Hansel, der jetzt hier sitzt und dieses System zerquetscht dich. Oder Nein. ob du dir vor Augen hältst, dass du derjenige bist, der sozusagen diese Matrix am Leben erhält. Ganz genau so ist das. Mit deinem Glauben daran, und in dem Moment, wo du nicht mehr daran glaubst, fällt das in sich zusammen. Das ist ein wesentliches Unterschied. Weil in dem einen bist du nämlich derjenige, der die Macht hat, es zu bedienen oder es zum Erliegen zu bringen. Genau so ist das. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen genau dieses Verständnis. Ja. Ja, dass ich in meinem Geist machen kann, was ich will. Da stand letztens auch einer vor mir und hat irgendwas gesagt, ja, Sie müssen das. Wo steht denn das? Wir hatten das geschrieben. Wo? Was? Wie? Was? Sag, ich bin Christ, sage ich. Ich soll nur einen Gott haben. Warum soll ich Sie zu meinem Gott erklären? Sie verlangen von mir, dass ich ein Gebot breche? Ernsthaft? Das meine ich damit. Ja? Und du kannst ausgehen vom Kalender, kannst du wirklich gucken, das ist, da wird dieser komplette Katechismus, der wird sprachlich hier rein definiert bis zum geht nicht mehr. Und wir leben diese Jesus-Geschichte in unserem Leben. Das leben wir, ja, weil wir alle irgendwie an dieses Kreuz genagelt wurden. Und dann glauben wir sind eine völlig unbedeutende Nummer. Wir sind gleichgeschaltet mit allen anderen. Ich sage ganz ehrlich, wir hätten im Kindergarten, ja, wenn ich das mal so sagen darf, ich benutze einfach mal dieses Unwort, ja, wir hätten im Kindergarten nur die Augen aufmachen müssen. Wir hätten mal gesehen, dass wir alle unterschiedlich sind und trotzdem gleich. Das hätten wir da schon begreifen können. Ich denke auch, dass die Kinder, nein, die Sprösslinge, das durchaus begreifen. Ja, die begreifen das. Ja, nur werden sie konditioniert und sie lernen auch sehr schnell, dass es da andere gibt, die größer und stärker sind, denen sie auch vertrauen und die sie mit irgendeinem gewissen Druck dorthin bringen. Pädagogisch dann sagen, die Wahrheit ist das und das. Oder die Welt funktioniert so und so. Ja, genau. Die nette Diese ganzen Schulungen, das ist nur dazu da, um die wahre Kraft im Keim zu ersticken. Darwinismus, Survival of the Fittest. Da gehört der Kalender dazu.
Und da sind wir ja, bei der Kalender schaltet uns, der schaltet uns alle gleich. Aber das mit dem Kalender, also um das mal auszuprobieren, also am eigenen Leibe, ist doch relativ einfach. Ja, klar. Wenn man nur mal sich überlegt, also ich meine, es gibt ja den einen oder anderen, der wurde zwangsbeurlaubt oder wird vielleicht noch zwangsbeurlaubt. Wenn er sich darauf einlässt und der erste Schock mal weg ist, so nach dem Motto, hoch, ja, ich wurde jetzt gekündigt oder fristlos hinausgeworfen oder meine Firma hat gerade zugemacht, ja, wo ich jetzt der Arbeitssklave war, also nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber, weil das ist ja auch so eine Verdrehung, dass man vielleicht irgendwann, wenn man zur Ruhe gekommen ist und wenn der erste Schock weg ist, oder früher war das so, wenn man mal längere Zeit in den Urlaub gegangen ist und vielleicht zu Hause war, irgendwann merkst du gar nicht mehr, welcher Tag ist denn heute? Huch, wir haben ja schon Donnerstag oder was, erst Dienstag ist. Dass du irgendwann diese ganzen Dinge vergisst, weil du stehst auf, du machst dir dein Frühstück oder deine Morgentoilette oder whatever und dann kommst du in deinen eigenen Rhythmus rein. Das kann man ja mal üben. Deswegen war das, ich sage es immer wieder. Der erste Schritt ist, mach die Uhr ab. Ja. Das Telefon. Wegwerfen. Wirfst du weg? Naja, das muss man jetzt nicht gleich machen. Aber packst du in die Schublade, lass sie da liegen. Ne? Da nützt sie dir genauso viel. Ja, weil wenn einfach sich daran orientieren, also wenn die Sonne aufgeht, kannst du aufstehen, wenn du dich gut fühlst, wenn nicht bleibst du liegen. Egal wie, du kommst einfach wieder in einen natürlichen Rhythmus, aber in deinen Rhythmus. So ist das. Und deswegen heißt ja die Sekunde auch Sekunde. Die zweite. Sekunde. Das ist das Zweite. Das ist die zweite Zeit. Und die erste Zeit ist wo? Die ist hier. Du brauchst nur an die Brust fassen. Da tickt's. Das ist deine Zeit. Das ist deine Uhr. Deine für dich gemachte Uhr ist das. Wisst ihr, Leute, da nicht, fällt... Und die ist nicht gregorianisch. Da fällt mir aber... Mit dem Herzschrittmacher schon ausgestattet. Genau. Da fällt mir als Überbegriff Entfremdung ein. Und ich meine, du hast natürlich recht, Michael, diese ganze Kalenderreform und dann auch noch, dass man, dass die Erde nicht mehr der Mittelpunkt war und so weiter, dass der Mensch damit nicht mehr im Mittelpunkt war. Das ist ganz, sind ganz wichtige Faktoren zur Entfremdung. Und dann, dass Verführung. Bitte? Verführung und Entfremdung, beides. Und Marc, was du jetzt beschrieben hast, da fiel mir sofort natürlich Darwin, das Survival of the Fittest ein, dass du im Kindergarten schon merkst, wenn du verprügelt bist und wirst oder so, ne, der andere ist stärker, hast du keine Chance. Und da sind wir beim Darwinismus, ne, dass indem dir eingeredet wird, du stammst vom Affen ab, identifizierst du dich mit dem Affen und dann ist eigentlich alles schon verloren. Und dann fällt mir natürlich als Dritter noch der Freud ein, weil wenn ich dir sage, mit dir stimmt was nicht, Marc, und das schon im Kindergarten, dann habe ich schon echt eine gute Chance, dass ich dich ganz, ganz gut kaper oder köder oder den Haken in dich hineingesetzt habe. Ja, dann kannst du ablesen, dass diese Systematik die ganze Zeit schon läuft. Ja? Jetzt kommt ein Freud, der kriegt den Raum, dass er was präsentieren kann. Ein Darwin kriegt den Raum, dass er was präsentieren kann. Dann wird das alles propagiert, dann wird es über die Zeitungen verteilt und über die damaligen technischen Möglichkeiten. Die machen doch nichts anderes, die machen genau das Gleiche. Und jetzt hast du nur die, ich sage es auf Deutsch, fressen im Fernsehen, die dir erklären, dass die Welt jetzt so und so ist und dass wir ganz, ganz schlimmen Virus haben. Aber die sagen, den gibt es nicht bewiesen oder sonst was, die kriegst du doch gar nicht zu hören. Überlegt euch mal, wenn jetzt diese Theorien und wenn man jetzt mal davon ausgeht, der Darwinismus ist ja auch nichts anderes als eine Theorie. Ja, klar. Das heißt, es wurden vor 180 Jahren wurden mehrere Theorien, weil die sind ja so Abfolgen. Es haben ja Dinge mit sich, wurden ja als Konkurrenzmodelle aufgestellt. Ja, haben herausgefunden. 250 Jahre. Und dann hat sich einer durchgesetzt, nicht weil den einer bestimmt hat oder weil er die Wahrheit gefunden hat, weil es annehmbar war, weil die Leute es geglaubt haben. Und man darf auch nicht vergessen, diese ganzen, zu der damaligen Zeit, und wir wissen jetzt nicht, wir haben ja auch das Thema mit dem Knopfloch schon gehabt, wo wir gesagt haben, okay, hier sind irgendwelche Bauwerke, die hier überhaupt nicht herpassen. Also jetzt beispielsweise nur mal der Arc de Triomphe, während der Rest noch in Holzhütten nebendran oder die Holzhütten wieder aufgebaut hat, wo du sagst, viele Dinge weißt du nicht, warum sind die da? Oder jetzt, welches Gespräch du jetzt gehabt hast, wo du plötzlich Bilder in den alten Stadt
Karten finden kannst, ja, also die da tatsächlich nachweislich vorhanden sind, was auch altes Wissen ist. So, jetzt gehen wir aber mal in der Verbindung kommt zwischen Hamburg und Ägypten und kein Schwein weiß warum. Ja, und jetzt ist dann die Frage, wenn du jetzt aber die Bibel liest, und das sollte man vielleicht auch mal wegkommen davon, dass Ägypten jetzt im biblischen Sinne hat ja auch nichts zu tun, weil Ägypten steht für die vier. So ist das. Der Weg aus Ägypten in das gelobte Land, also ist sprich, vier, das ist der Weg von der 4 zu 1. Genau, so ist das. Und allein diese Dinge, und jetzt kriegen wir Dinge hier gespiegelt, also sprich, es sind verschiedene Territorien, die verschiedentlich vielleicht für irgendwelche Dinge zum Ausprobieren waren. Man könnte es, also wenn du sagst Maschine, vielleicht hat es durchaus jemand hingesetzt und hat gesagt, da hocken wir jetzt einmal welche hin, wie bei Civilization. Warum kommen denn solche Computerspiele zustande? Ja, warum denken wir das? Da kannst du oder warum? Ja, genau. Also, nicht ganz. Aber Marc, ich glaube schon, dass Freud und Darwin, dass die orchestriert bestimmt wurden von den Logen. Das ist ja nicht umsonst damals, dass die ganzen Logen ganz groß waren. Also das wurde, glaube ich, schon orchestriert. Das ist oder implementiert. Sie haben sich durchgesetzt. Sie haben sich Nein, ich glaube nicht, dass sie sich durchgesetzt haben, Marc. Das ist so wie jetzt. Guck doch mal, die waren oder, heute auch. Die waren oder nehmen wir es anders. Es sind Verkäufer gewesen. Auch gesagt, das passt. Ja. Das mal, also nicht durchgesetzt in Form eines Konkurrenzkampfes, sondern man hat verschiedene Modelle nach draußen, also man hat einfach die nach draußen gegeben, weil man hat gesagt, okay, wir haben jetzt Huawei, wir haben Apple, wir haben in der heutigen Zeit, damit es die Jugend auch versteht, und dann haben sich diese Leute vielleicht durchgesetzt, weil sie die erfolgreichsten Verkäufer ihrer Theorien oder ihrer aufgedrückten Theorien waren. Das ist dasselbe. Das glaube ich nicht, weil der Darwin wurde selber, also der hat ja selber am Totenbett sich missbraucht gefühlt, weil es war ja gar nicht mit seiner christlichen Religion vereinbar. Ich glaube, das sind die Merkel dieser Tage, die wurden benutzt, instrumentalisiert. Ich glaube nicht, dass es da eine Art... Frau Merkel will keiner benutzen. Das bitte diesen Gedanken sofort streichen. Das kommt... Welchen Gedanken streichen? Frau Merkel wurde nicht benutzt, niemand will die Frau Merkel benutzen, sondern das ist einfach... Ich sage dir mal, wie ich das sehe. Ich glaube einfach, dass es da Bestrebungen gab. Ja? Also wir haben jetzt Kalender gemacht, wir haben Heliozentrik, wir haben Geozentrik getauscht. Dann kommt einer, schau mal da, der Schimpanse sieht irgendwie auch aus, hat ja auch fünf Finger, ja, und hat die Augen auch vorne im Gesicht und sagt, könnte man da nicht was draus machen, ja, irgendwie. Und wenn du dann ungefähr so, ja, und dann sagt, denk dir doch mal eine Geschichte aus. Das hat man zu den Gebrüdern Grimm ja auch gesagt. Wieso schreiben Gebrüder Grimm 57 Märchen? Warum? Aus welchem Grund? Weil sie Lust drauf haben? Nee, den hat man erklärt, erklär uns mal das Mittelalter. Kannst du das nicht irgendwie so machen? Die kriegen einen Auftrag. Und das, wenn du genau guckst, dann sind diese Menschen alle irgendwie in den Vernetzungen da elitär da verbunden. Da gibt es kein Durchsetzen. Das wird einfach gesagt und das ist der Auftrag, das ist zu erledigen, machen. Also, Leute, sind das jetzt Menschen oder sind das Schädlings? Weil das wäre wichtig. Da bin ich bei euch, das meinte ich nicht, sondern ich meinte, dass eventuell, weil wir ja vorhin gesprochen haben, es werden diese Hintergrundkräfte haben Theorien, die dann irgendwann gebracht werden müssen. Und es gibt Modelle, die ausprobiert werden. Genauso, wenn wir das Corona anschauen. Fußbälle mit Saugnäpfen. Ja, genau. Was ist annehmbar und was können wir weiterentwickeln? Weil sonst würden wir es wieder stoppen. Ja. Wenn du es chronologisch mal nach hinten betrachtest, ja, dann gab es da auf der Medizinseite gab es das Penicillin, dann gab es zig medizinische Erfolge in der Vergangenheit. Mag alles sein. Ich stelle da nichts in Abrede. Ich glaube das auch alles. Alles wunderbar, ja. Wobei ich dann Antibiotika, das ist, glaube ich, Penicillin, irgendwie hängt das zusammen, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Aber irgendwie, ja, Medizin war ja schon immer auch so ein ich sage mal, ein gigantisches Thema. Ja? Und ganz ehrlich, du brauchst ja einen Arzt, also wenn du dir ein Bein brichst, dann wäre es nicht schlecht, du hättest einen, der da dafür sorgt, dass und auch Schmerzen eventuell, ja, kann man schon alles nachvollziehen, alles gut, ja. Solche Sachen passieren halt. Aber jetzt das Ganze dann auf die bakteriologische oder virale Ebene runterzubrechen, ja, da haben wir was schon alles erlebt. Ja? Da gab es dann Ebola, es gab Marburg, es gab HIV, ja, in den 80ern, wo plötzlich, ja, wenn du da unterwegs warst in den 80ern, wo es so viel Spaß gemacht hat und hast da irgendwie eine aufgerissen, dass da hast du schon ein komisches Gefühl gehabt, irgendwie so, dachtest du, ja,
nicht so gut, ne? Aber wenn du heute drüber nachdenkst, Entschuldigung, dass ich so direkt spreche, aber... Solange wir das andere Thema vom Volker nicht ansprechen mit den Kirchen und den... Nein, alles gut. Aber Marc, ich sehe das ein bisschen... Wenn wir jetzt, nehmen wir es wie eine Art Wettlauf, ja? Also du hast quasi gemeint, Marc, da läuft jemand vor dir her und dreht sich immer um und schaut, kommen wir noch nach, als diejenigen, die dem, ne? Also er schaut immer noch, kommt die Bevölkerung nach oder wie wirkt es oder wie, so. Irgendwann einmal ist diese berühmte Bifurkationslinie, wo die uns überholt haben und spätestens bei einem Edward Bernays, ja, bei einem Neffen von Freud, haben wir die Umdrehung, denn er hat die Publicity erfunden, die Propaganda, und er war stolz darauf, dass er nämlich dem Volk alles verkaufen kann. Ab da haben sie nämlich kapiert, es kommt nur darauf an, wie wir es dem Volk verkaufen. Das wussten sie doch schon vorher. Ja, ich meine, Marc, ich meine ja, dass das vielleicht schon vorher war, nur spätestens da haben sie geschissen drauf, ob die Bevölkerung das gut oder schlecht findet. Sie gingen davon aus, man kann der Bevölkerung alles verkaufen und der koronisierte Wahnsinn ist der Beweis dafür, dass man uns alles verkaufen kann. Ja, den Beweis hatten wir schon vorher, weil den Beweis hattest du schon anders, bloß du hast es noch nicht in dieser Größenordnung gehabt. Das hattest du nicht, weil du die Technik nicht hattest. Weil dass du den Leuten irgendwas verkauft hast, und ihr hattet das vorhin ja auch mal mit dem Thema der Hexenverbrennung und anderer Dinge. Letztendlich, du hast eine ans Kreuz geschlagen oder auf den Scheiterhaufen gestellt, du hast die Leute zusammengenommen und die haben das gesehen. Uns wird es ja dann immer, ich gehe jetzt da einfach mal auf gewisse Filme, wo du sagst, das war ein Spektakel, ja. Klar war das ein Spektakel, allerdings war das ja nicht dafür da, dass du das Volk jetzt belustigt hast, sondern du hast ganz klar auf diese Art und Weise die Botschaft mitgeteilt, ja, wenn du zu viel in der Kräutersuppe rummachst, ja, dann hier werden die Füße etwas da, Baby. Ja, genau. So, das war in dem Bereich, war das ganz klar. Und jetzt hast du es im größeren Bereich, weil du die Technik hast, weil du andere... Weil du größer bist. Eine Komponente vergesst ihr. Ihr vergesst eine Komponente. Bitte? Du wirst sie uns gleich sagen. Welche denn? Wir waren schon immer machtlos. Scheinbar. Nein, das ist das, was wir in der ganzen Vergangenheit, die konnten alles durchsetzen, das ist alles, hat alles funktioniert. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass die, also wenn wir jetzt von einem Freud und einem Bernays reden, ja, okay, einem Darwin weiß ich nicht, aber reden wir mal von den beiden. Glaubt ihr, dass das jetzt beseelte Menschen waren oder waren das Schädims? Nur so mal eine ganz persönliche Frage. Da kann ich keine Einschätzung abgeben. Whatever. Keine Ahnung. Er hat ja gestern auch gesagt, dass dass du zum Schädim ein Stück weit werden kannst. Das geht. Also du kannst auf die Seite verführt werden. Und unter Umständen ist das bei denen auch passiert. Unter Umständen waren es von vornherein Seelenlose, wie auch immer du das nennen willst. Ich kann nur mal auf diese Geschichte da von der Zuversicht noch mal verweisen. Die organischen Portale. Das ist diese Reihe, die der Flo da gemacht hat. Und da kann ich nur sagen, also ich glaube, der trifft den Nagel da wirklich auf den Kopf. Ja, die organischen Portale. Bitte? Ich denke, das, was du gemeint hast, ganz kurz, um da anzuhaken. Ja? Heute würdest du das reine Psychopathen nennen. Du kannst ja Psychopathen auch züchten, indem du, und ich meine, das sehen wir gerade. Also was wird denn hier draußen gemacht in dieser Gesellschaft? Wenn wir jetzt nur mal, und jetzt sind wir natürlich in dem Thema. Es wird gesiebt. Ja, natürlich, A wird gesiebt, das ist das eine. Das heißt, wer bleibt standhaft und wer nicht? Das ist die eine Geschichte. Das Zweite ist, aber auch für die Zukunft, die es ja so nicht gibt, aber in einer Art und Weise einer Vorbereitung, beziehungsweise, dass du den Leuten das dann später erzählen kannst. Vielleicht sollten wir da auch mal vorsichtig sein, wenn jetzt wieder behauptet wird, hier werden Zombies oder hier werden Psychopathen oder irgendwas gezüchtet. Weil letztendlich ist die Frage, das wird vielleicht auch nur dadurch gemacht, dass du das den Leuten einreden kannst, dass es so ist. Ja, ja. Mit Kindern in der Schule, mit Maske und so weiter. Zitat Merkel aus April 20, wir werden in einer neuen Realität aufwachen. Ja, sie schon. Na, wir. Das ist, ja. Und das, du kommst da nicht dran vorbei, Marc. Also auch diese Realität erlebst du auch ein Stück weit. Ja? Und das wirkt auch auf uns. Ja? Uns motiviert ja was, dass wir hier zusammensitzen und quatschen. Das würden wir nicht tun, wenn in der Welt da draußen alles in Ordnung wäre. Es hat uns zusammengeführt, wie ich so sage. Natürlich, und ich bin Gott froh drüber, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Also, ja? MCM, ja. Das wird es so nicht geben in dem Moment. Ja? Das gibt es ja schon. Ja? Und das meine ich ja damit, weil wenn du dann dein Hirn anstrengst und sagst,
du holst dir Informationen rein, dann plötzlich gehen die Türen auf, plötzlich lernst du Menschen kennen, plötzlich machst du das, plötzlich bist du da drin, plötzlich machst du hier, plötzlich machst du da. Jetzt hat mir vor 2 Jahren gesagt, ich würde hier mit der Katharina Turner Videos machen, hätte ich dich für verrückt erklärt. Ich sage, ich? Warum denn? Ja, und jetzt macht man das. Warum auch nicht? Ja, ist alles in Ordnung. Ja? Das heißt ja nichts, das heißt nicht, dass das keine Wertigkeit hat, aber es ist einfach von der gesamten Gestaltung her, was die C-Zeit da mit sich bringt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen an der ganzen Geschichte. Und das ist auch das, wo viele vielleicht gar nicht wissen, dass sie da einmalige Gelegenheit haben. Ja, die müssen sich nur umhören, nur gucken, wie auch immer. Ja, auch gestern Abend, das war richtig genial, mit Bernhard da in den Austausch zu gehen, da mal auch aufzumachen, dass wirklich jeder da, der Lust hat, eine Frage stellen konnte. Also warum auch nicht? Wieso nicht? Ja, der sagt sofort, dann ruf mich an. Der hat kein Problem, da die Telefonnummer reinzustellen, dann rufst du ihn halt an. Warum denn nicht? Ja, ja, das war genial. Das sind Menschen. Das sind keine Halbgötter, da beansprucht keiner irgendwie einen elitären Punkt für sich. Darum geht es doch. Ja? Deswegen finde ich solche, ich sage es jetzt mal kryptisch, bestimmte Veranstaltungen einfach komisch, wo es dann so gehandelt wird. Zwinker. Wisst ihr, was ich euch noch sagen wollte, weil du sagst von wegen, dass wir hier gemeinsam zusammengekommen sind aufgrund der Umstände. Und ich glaube, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was das für eine Wirkkraft ist, die wir, und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns drei, sondern natürlich auch alle, die uns dann zuhören und zusehen und damit Teil dieses Feldes sind. Ja, ich sage jetzt bewusst nicht Körper, sondern Feldes. Und da fällt mir wieder diese Zeichnung auf, weil wir sind das, was von unten als natürliche Triebe, also als diese 1+4, ja, durchstoßen. Und dieses Pfropf-Programm muss immer wieder, das ist eigentlich schon fast Verzweiflung, wie die versuchen, das immer wieder jetzt reinzujuckeln. Und das hat mich gestört, Marc, bei unserer Sendung, wo wir zusammengekommen waren zur Wahlnacht, dass hier so viel Augenmerk hier, so von wegen, oh, so viele glauben noch an das, so viele glauben, also ja, die Huldigung an das. Was erwartest du denn von der Wahlnacht? Da geht es um die 4. Ja, genau. Und da war so, das hier wurde so verehrt und das wurde so minder bewertet, weil ich bin der Meinung, ein potenter, richtig kräftiger, beseelter Trieb von unten hat viel mehr Kraft als dieses Propfprogramm. Das hat man da ja gesehen. Was? Wieso? Was meinst du jetzt schon wieder? Wo bist du? Bei Marc und seinem Auftritt, oder was? Nein. Ich sage ja, dann sind, naja, ich sag's nicht, sonst ist der Spitzname draußen. Nee, sage ich nicht. Samson. Das ist es letztendlich, ja. Ich war ja nicht dabei. Ich hatte ja was anderes zu tun an dem Abend. Da war, glaube ich, Infoabend an dem Abend. War das sonntags oder montags? Ich weiß es nicht. Nein, es war sonntagsabends, ja. Sonntagsabends, oh. Da war ich dann, kamst du gerade von Hannover zurück. Da warst ja, du, genau. Da ging nicht. Ja, wäre auch, ich wäre wahrscheinlich genauso auf den Zug aufgesprungen, so wenn M&M da sitzen und MCM sogar noch da sind. Da war eine gewisse Urkraft, Marc. Du bist mit einer Urkraft da rein wie Samson. Das hat ja nichts damit zu tun, ob es den anderen jetzt gefällt oder nicht. Sondern es geht darum, dass man einfach merkt, dass das die eigene Intention, die eigenen Gedanken und die eigene Energie, ja, die brauchst du nur zeigen. Ja. Dein Ich. Ist übrigens auch spannend, Michael, weil ich glaube, dass so eine Urkraft anderen auch Angst macht, wenn sie mit der nicht verbunden sind, wenn sie noch so mit dem Pfropf-Programm identifiziert, also mit der falschen 4 identifiziert sind, macht ihnen das Angst. So viel Authentizität, so viel wahrhaftige Kraft macht ihnen Angst, weil es hat tatsächlich etwas, was aus der Wurzel kommt und so eine Kraft hat, dass es solchen, die eben überhaupt nicht verwurzelt sind, Angst macht, sage ich jetzt einfach. Deswegen gewinnt die 1. Ja. Die gewinnt. Und all die in der Firma ihr Heil zu finden, die werden dort ist nichts. Ja. Es ist das blanke Nichts. Es ist das Nichts aus Fantasien, aus der Geschichte von Michael Ende. Das ist das Nichts. Genau. Seelenlos. Und die Angst davor ist genauso die 4. Wenn du in der Angst vor der 4 bist, bist du genauso da drin gefangen. So in der 4. Ja. Wenn man denkst, du verlierst etwas. Ja. Und da ist nichts. Es ist nichts. Ja. Nichts. Was anderes kannst du nicht sagen. Es ist nichts. Niemand hat mir meinen Job geklaut, niemand hat mir mein Brot weggenommen, niemand nimmt mir meinen Platz weg. Das ist genau diese Geschichte, ne? Ja, da gibt es einen besseren Witz, aber das sage ich jetzt nicht. Das ist Odysseus, oder? Ist das nicht Odysseus mit dem Niemand? Das war auch Odysseus, ja. Niemand hat mich geblendet. Aber das war nur in dem Ding, aber ich glaube, der Michael meint was anderes. Meint das mit dem Balkon.
Michael, du hast noch 5 Minuten Zeit, um diesen Witz zu erzählen. Ich kann doch jetzt keinen uralt Witz mit so einem Bart erzählen. Das ist ja Quatsch. Ja, aber da ist schon was dran und es ist wirklich wie Michael Ende, ne? Niemand, ja. Ja. Nichts, ne? Mhm. Und wo geht's? Worum geht's dann in dieser Geschichte am Schluss? Denn die Kaiserin braucht einen neuen Namen. Es muss eine Seele muss sich einen Namen ausdenken. Es muss eine Kreativität her. Eine Manifestation. Und das geht's. Man könnte fast meinen, der hat es auch gewusst. Nur eben auf seine Art dargestellt. So wie ich Dinge darstelle und so wie der Markt die Dinge darstellt. Wir alle wissen das. Ja, und Bernhard hat das gestern ja auch wieder bestätigt. Ich habe danach noch kurz mit ihm gesprochen und gesagt, das ist echt der Hammer, was ich rein intuitiv oder rein von der Logik her mir erklärt habe, und dass das so 1:1 in diese Geschichte passt. Ja. Auch der Zeitraum 1990, da ging es los, hat er gesagt. Der hat einen Zeitraum genannt. Was hat er denn gemeint? Da wurde dieser Impuls gesendet. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ging global. Ja, dass Menschen global diesen Impuls, dass alle Menschen haben den empfangen, aber manche sind darauf angesprungen und manche nicht. Ja. Und ich habe da ein ganz spezielles Erlebnis dazu. Und das ist dann von meiner Seite her die Ursache gewesen, mich überhaupt mit so Sachen wie Milton Erickson oder C.G. Jung zu beschäftigen oder da in sprachwissenschaftliche Kurse einzutreten. Ja? Sonst hätte ich das nie gemacht. Vielleicht ist die ganze Sache auch heute noch in der Chemie und wird in irgendeiner Firma D-Mark durch die Gegend ziehen. Habe ich 14 Jahre lang gemacht. Das Kreuz kaputt macht dabei. Ich scheißegal. Aber war meine Entscheidung. Aber das wär heute noch so. Jungs, habt ihr noch Lust auf eine dritte Runde? Warum nicht? Die nächste immer. Halbe Stunde? Marc, Zeit bis 22.30 Uhr. Genau, du wolltest noch was sagen, Marc. 3 Minuten haben wir noch. Wolltest du noch was sagen oder in der nächsten Runde? Was Alles gut, dann brechen wir jetzt hier kurz ab und dann sammeln wir. Wollt ihr irgendwie so auf Milton Erickson und C.G. Jung und Blavatsky und Steiner, wollt ihr darauf vielleicht ein bisschen oder weniger? Also ist nur eine Möglichkeit. Wir können ja immer abzweigen, wohin wir wollen. Ne? Wir sind ja freie Menschen. Mach mal deine Massenpsychose, die können wir auch noch besprechen. Oh, ja. Unbedingt, die Massenpsychose, genau. Oh, dann hören wir ja mit einem richtigen Furore auf, ja. Cliffhanger. Wo ist die Band? Was? Wo ist der Trailer? Der Trailer? Der Trailer für Teil 3. Genau. Wir blenden kurz Werbung ein für unseren dritten Teil. Aber dann Schlagzeug spielen, wir müssen spielen. Soll ich? Was? Ja, das muss gut sein. Im dritten Teil, liebe Zuschauer, geht es um Massenpsychose. Ein unglaublich sexy Thema. Ich freue mich darauf. Das findest du sexy. Nein, ich mache mich nur lustig, du. Es ist paradoxe Intervention. Entweder du wirst verzweifelt oder du lachst. Ich bevorzuge Lachen. Ja, ist die bessere Variante. Bist du hier richtig? Weil mit der Verzweiflung sind wir wieder in der dualen 2, der Verzweifachung. Verzweiflung, genau. Da sind wir in der 2. Und wir sind ja 3, also von daher, die Verzweiflung kommt hier nicht in die Tüte. 2+1. Mit dem dritten sieht man besser. oh Gott, das wird nicht besser. Mit dem dritten sieht man besser. Fühlt man besser. Oh Gott, Jungs, ich glaube, ich drücke jetzt mal den Aber war ich gut. Den Kopf. Also dann bis gleich. Tschüss. Ihr Lieben, wir wollten über die Massenpsychose reden. Wer fängt an? Inne Anne U. Und draus bist du. Nö, fang ruhig du an. Ja, also ich habe ja diesen kurzen Beitrag da gesehen, das war genial einfach gemacht, ne, wo wirklich, und das war sowas von aktuell, ne, mit diesem koronisierten Wahnsinn, ne, wie hier, also man kann sagen, man muss etwas implementieren, ne, also es braucht ein paar Voraussetzungen, damit du eine Massenpsychose bewirken kannst oder auslösen kannst. Du musst den Menschen von sich selbst entfremden, du musst die Menschen untereinander entfremden oder isolieren und du musst ihnen das, was ihnen zu eigen ist, austreiben,
am besten schon in anderen Generationen vorbereitet, also schon jahrzehntelang vorbereitet, damit das mordsmäßig ausgetrieben ist, das, was ihnen zu eigen ist, was ihnen sozusagen als eins oder als natürliche vier, also 1+4 gegeben ist, als beseelte Wesen, das musst du ihnen austreiben und dann kannst du ihnen etwas anderes injizieren in sie hinein. Da ist die Psychologie zum Beispiel, aber auch die Wissenschaft, aber auch die Religion, das sind ideale Systeme, mit denen man da Köder reinjagen kann in den menschlichen Organismus und dann von innen aus das Ganze wie mit so einer Tastatur dann betreiben, wo du dann nur noch die Knöpfchen drücken musst und alle machen zum selben Zeitpunkt. Wah! So, das haben wir jetzt gerade. Das ist jetzt meine Kurzform. Die könnte jetzt ausfallen. Ja. Du Scheiße auf den Punkt gebracht. Was willst du da doch sagen? Ja. Du sollst den Leuten ja auch keine Zeit stehlen, weil das geht ja auch. Ne? Du sollst nicht stehlen. Hey, du hast schon recht. Ja, das ist ein Phänomen. Aber das, ich glaube, das liegt an der Art des Konzepts. Weil also der Mensch an sich, ja, hat ja die Möglichkeit, Realität abzubilden. Also das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, meine Erinnerungen abzurufen und dadurch ist mein Bewusstsein so eine Art Filmkamera, wenn ich das mal so nennen möchte, oder vielleicht auch ein Fotoapparat, ungefähr so. Das ist im Prinzip das Gleiche, was das Gehirn ja auch macht. Also wir speichern Informationen, Erinnerungen, Bildern, Gefühlen, wie auch immer ab. So, also letztendlich spiegeln wir das, was wir da draußen ja sehen. Und dann kommt es einfach nur drauf an, wie gestalte ich das Bild, was du sehen sollst. Aber das ist ja schon der Fremdeinfluss, weil eigentlich haben wir haben ja unsere innere Zellerinnerung, die normalerweise mit der Muttermilch eingeflößt wird von unseren Generationen, zu denen wir aber auch schon entfremdet wurden. Das war ja unser Thema, Marc, mit Bletchley Park, ne? Dass wir von unseren früheren, von Ahnen entfremdet wurden, von unseren Eltern und Großeltern entfremdet wurden. Ne? Ja, du kriegst einen Filter auf. Du kriegst eine Trennung rein. Oder beziehungsweise, ja. Man baut hier ganz bewusst gewisse, wie soll man so sagen, wie wenn du so Schieber runtersetzt, ne? die niemals ganz dicht sein können, weil es nicht geht, weil sie sonst gewisse andere Dinge auch blockieren würden, die man ja nutzen möchte. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, du hast jetzt einen hüllenlosen Körper oder einen Körper, der komplett seelenlos ist, jetzt nicht in dem Beziehung wie die Chedim, sondern der soll ja was vollbringen. Also sprich, du musst ihn so neu ausrichten, dass er dir nutzt, weil das ist ja letztendlich die Idee, weil sonst, wenn ich da Energie reinstecken muss, ohne dass ich was zurückbringe, das ist kaufmännisch gesehen Blödsinn. Ja? Also das bringt nichts. Und die möchten ja an unsere Energie. Ja, letztendlich, es geht immer um solche Sachen. Das ist einfach so. Also musst du Filter einbauen, aber diese Filter, und jetzt sind wir wieder bei den Massenpsychosen. Du musst aufpassen, welche Filter du reinsetzt und in welchem Territorium du das machst. Deswegen meinte ich ja vorhin, vor 150 Jahren hatten wir andere Filter in den verschiedenen Territorien. Ja, also jetzt nennen wir es mal den Filter Nationalismus. Auch das ist ein Filter, der produziert worden ist. Ja, auch wenn wir heute sagen, wir wollen das Kaiserreich zurück, dann ist die Frage, welchen Filter oder welcher Filter wäre denn das? Und es wurde lange gearbeitet, diese Filter aufzubauen. Man hat da bestimmt 50 Jahre gebraucht. Und dann hat man das hat man eigentlich bis in die 90er getrieben. Und plötzlich musste man diesen Filter wieder entfernen. Also das ist nicht ganz so einfach. Vor allem diejenigen, die den Filter, oder sagen wir mal so, die Filterverkäufer, ja, die musst du ja dann irgendwann rausnehmen aus dem Spiel. Man könnte es auch anders sagen, wenn du heute Corona für einen Fake erklären wolltest, müsstest du den Filter Lauterbach rausnehmen. Du müsstest Kermit den Frosch aus der Muppet Show ganz schnell rausdrehen. Ja, aber so kann man sich das vorstellen. Ja? Also man überlegt sich da schon was man tut. Und wenn es natürlich nicht angenommen wird. Das ist der Beste von allen, den kannst du doch nicht rausnehmen. Da machst du keinen Spaß mehr. Ja, jetzt stell dir mal vor. Oder überleg dir doch mal, aus meiner Sicht, das, was uns präsentiert worden ist, jetzt nehmen wir doch mal die Filter, gehen wir mal in die vier. Also die Filter, Brille, Gelb,
hoffentlich vergesse ich jetzt keine Farbe. Gelb, Rot, Grün. Schwarz hat man jetzt gerade wegen so verdrängt, ja. Diese Filter sind da, aber sie sind alle beschädigt. Also für den, der noch an Filter glaubt oder Parteien oder wie auch immer man es nennt, ja. So, jetzt werden neue Filter aufgebaut. Aber die sind so durchlässig oder die müssen so beschädigt sein, dass du sie jederzeit auseinandernehmen kannst, weil die, die diese Filter bereitstellen, auch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Ja? Die müssen ja reagieren können auf der Ebene. Das ist die spannende Frage, Marc, an der waren wir vorher schon. Inwieweit das nämlich alles schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte vorher geplant ist oder improvisiert ist. Aber darf ich noch mal kurz, weil du von der Leben, du hast ja vorher davon gesprochen, vom Leben. Und darf ich das mal so interpretieren? Sie brauchen unsere Lebensenergie. Das heißt, Sie dürfen unsere Lebensenergie nicht ganz eliminieren, weil sonst würde sich das nicht ausgehen, weil Sie brauchen unsere Lebensenergie. Sie wollen sie aber so weit deckeln, dass die Lebensenergie nicht mehr raussprießt, nicht mehr übersprießend ist, weil sonst wäre es auch wieder kontraproduktiv, sondern was sie hauptsächlich machen, ist, sie nehmen diese Lebensenergie, tun sie einerseits unterdrücken und deckeln und andererseits tun sie sie umleiten. Würdest du da zustimmen, dass das ein bisschen in die Richtung geht? Weil du ja geredet hast vom Leben vorhin. Es ist wie ein Motor. Also ja, ein V12 kannst du drosseln. Du kannst den anderen Motor auch drosseln. Aber beim V12 kann man es vielleicht besonders gut sehen. Da kannst du auch bis zu 6 Zylinder zumachen, aber irgendwann ist Schluss. Ja? Kannst ihn aber auch frisieren. Hm? Ja, natürlich kannst du ihn frisieren. Gurgeln oder trotzdem? Ja, natürlich muss er gurgeln. Aber wenn du den Auspuff zumachst, dann stirbt er ab. Dann bringt dir der ganze Motor nichts mehr. Ja? Also du musst dir schon überlegen. Und dann gibt es natürlich so Spezialisten, die nicht verstanden haben, was sie ein Werkzeug sind. Ja? Man sieht sie gerade im Austausch vom Kasperletheater. Ja? Die nehmen das dann zu ernst. Ja, und die Opposition ist die Augsburger Puppenkiste. Das ist dasselbe. Kannst du genauso sagen. Jetzt sind die aber alle dumm. Die sind ja dumm. Die wissen ja gar nichts, sondern die wissen nur noch so viel, wie sie wissen müssen. Deswegen auch immer so spezielle Konferenzen im Vorfeld, ja, dass man mal. Ja, aber die dürfen doch da auch nicht wirklich in die wichtigen Dinge. Die sind doch auch nur am Katzentisch. Die sind zwar froh, dass sie eingeladen werden. Gibt den Spruch, in der Politik passiert nichts zufällig. Deswegen ist das alles kein Zufall. Ja, das ist aus irgendeinem Grund so gemacht. Ja, und jetzt wird getestet, wahrscheinlich wird getestet, wie hörig sind sie noch. Genau. Jetzt stell dir das einmal vor. Das wäre in den 80er niemals gegangen, in den 70er gleich zweimal nicht. Da stellst du da vorne einen hin, der den Lebenslauf 8-mal abändert und sagst, es wird ein neuer Kanzler. Hallo? Ja, oder jemand, der jetzt gerade... Der wäre doch, ich denke mal an Engholm oder denk mal an Barschel, ja, was da ablief, wie die Bild-Zeitung da drauf abgefahren ist. Da hat keiner, die waren tot, alle beide. Also der eine richtig, der andere dann anders. Ja. Aber stell dir das doch mal vor. Ja, da wurde eine mediale Schlacht gegen den gefahren und dann war das Ding durch. Der hat nie wieder was gemacht, der SPD-Typ, der Engholm, wie er hieß. Da ist nichts mehr draus geworden. Der war zerstört, Ende. Aber ja, das ist diesmal eben nicht passiert. Wisst ihr, was ich glaube? Du musst, und guck, der Witz an der Geschichte ist, dass es eben nicht nur einer war, es sind alle drei. Ja, deswegen sage ich ja, du beschädigst diese Filter von vornherein, weil du noch etwas ganz was anderes vorhast. Genau, die sind mit Absicht dahingesetzt. Ja. Auch dieses ganze Kasperltheater, was da abläuft, das kannst du doch nicht mehr für voll nehmen. Und die Geschichte, die da abläuft, das soll was abtesten oder ja. es soll so die Wut reinbringen, dass das endlich alles hier in der Vier kaputt geht, ja, dass das also initiiert Michael, werden soll. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten, weil entweder, wie du ganz richtig sagst, es wird uns vorgeführt, damit die noch irgendwie denken und fühlen können, vollkommen durch die Decke schießen, sozusagen, damit das Immunsystem endlich reagiert, wird was reingespritzt. Oder aber die zweite Variante, und es kann aber auch uns sein, es kann beides sein, weil was ich zum Beispiel auch von wegen Massenpsychose, was du machst, ist, du tust bei der Masse an Menschen oder an, keine Ahnung, an Schädims oder Menschen oder Wesen oder keine Ahnung, oder tust du einerseits die Lebensenergie so weit runterdrosseln, dann tust du die ganze Potenz so weit abschneiden, dass du alle Eier abschneidest, dann tust Hallo? Du noch... Ja, das ist oh. wichtig. Verstehst Aua. Du, das ist wichtig, weil das ist sonst das... Das wir uns überlegen, ob wir uns morgen mit ihr an einen setzen werden. Ja, das sind sehr, sehr, sehr schwierige Bilder, liebe Katharina. Ja, ja, aber das ist doch, was tatsächlich gemacht wird. Der Mann wird entmannt, die Frau wird entweiblicht, der Mensch wird entmenschlicht,
der Geist wird entgeistigt. Also das ist doch was passiert. Und dann hast du so ein komisches, ja, wie nennt man denn das? Jetzt weiß ich. Das ist wie in der Pflanzenwelt, die kleinen Bonsai. Dann hast du so einen kleinen Bonsai und diesen Bonsai kannst du dann ideal steuern. Und ich glaube, es ist beides im Moment, ja. Es ist einerseits um diejenigen, die noch alle Eier beieinander haben und irgendwie noch den Fühlkörper haben und ihren Geist auch noch. Die schießen sozusagen jetzt durch die Decke, weil das Immunsystem noch intakt ist und die schon vollkommen zurückgestutzt und zurückgeschlumpft sind auf Bonsai-Niveau, die kriechen irgendwie unterm Teppich hier durch und verbiegen sich und schauen, dass sie möglichst noch irgendwie sich zurückpassen. Das ist so meine Diagnose von dieser, und das ist die Massenpsychose. Vielleicht kriegen wir wieder einen Haufen kleinwüchsige Menschen die nächsten 10 Jahre, wenn du das so beschreibst. Ich glaube, die sind nicht überlebensfähig. Also ich glaube nicht, dass das auf Dauer ein überlebensfähiges Modell ist. Schlümpfe gehen auch. Es ist kleinwüchsig Schlumpf. Ja. Was wirklich auffällt, ja, und ich glaube, dass einfach auch getestet wird, ob die Narrative noch funktionieren. Ja, also ist das eine, was als Möglichkeit darstellt. Das andere ist, dass das vollkommen beabsichtigt ist. Ja, dass man dir wirklich klar sagt, also du hast die Wahl zwischen Pest, Cholera und Windpocken oder Pocken. Ja, stellt man die drei Affen dahin und einer ist, ich sag mal, unehrenhafter als der andere. Da steht einer hin und sagt, ich kann mich an das Treffen mit Warburg nicht erinnern. Das glaube ich ihm sogar. So. Nee, das glaube ich ihm nicht. Aber der Satz alleine, stell dir das mal vor. Du kommst in eine Gerichtsverhandlung, wir fragen dich irgendwas, blablabla, brauchst du nur sagen, kann mich nicht dran erinnern. Tschüss. Ja, aber das Moment, darauf werden wir uns wieder beziehen können. Und das ist ja eine kommerzielle Sache. Selbstverständlich ist das eine kommerzielle Sache. Das kannst alles nutzen. Ja? Du kannst auch jeden, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Tut mir leid. Ja. Das war irgendwann nicht, mal. Ja. Ja, machen Sie mal Angaben zu Ihrem Verdienst. Sage ich, Moment, da muss ich erst mal gucken. Bei der 8. Version hatte ich das, bei der 7. das und bei der 6. das. Was hätten Sie gern? Heute nichts. Alles richtig oder auch falsch oder was auch immer. Spielt keine Rolle. Ja? Und der Vor nächste, allem, weil es da, ja, es hat ja System, Leute. Es ist ja nicht ja, nur klar, Deutschland. Es ist ja in Österreich genau dasselbe, mit dem Kurz und so weiter. Wir erleben genau dasselbe. Du erlebst da es in auch Frankreich mit Macron. Nummer, ne? Du erlebst es in Amerika mit dem Biden. Überall das Gleiche, ja? Ja. Es ist der helle Wahnsinn. Aber nur im Westen. Ja, genau. Zumindest, Putin, was wir mitbekommen. Weil in anderen Russland gibt es die Diskussion nicht. Ja, auch in China auch nicht. In Osteuropa gehen die auch ein wenig anders damit um. Ist auch so. Ja, und bei Russland, ja, da siehst du ja, da versuchen sie es irgendwie, ja, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Ja. Ich hab keine Ahnung, was in Indien los ist. Ja. Afrika war eine Regierung plötzlich weg. Übrigens wird dann völlig klar, warum Trump weg musste, weil der hätte da nicht reingepasst in die Muppet Show. Das wäre nicht gegangen. Nee, das ist auch kein Zufall. Das ist mit Absicht so gelaufen. Ja, das ist alles Kasperltheater. Ja. Mhm. Ich meine, das sagen wir ja schon lange. Aber dann wird auch die Rolle, die er gespielt hat die letzten 4 Jahre, und er hat diese Rolle gespielt, der ist auch da reingesetzt worden. Natürlich. Bekommt ein ganz anderes Licht. Und die kann er nur dadurch bekommen, weil wir jetzt diese... Es wird dir klar gezeigt, dass das, was du da glaubst, ja, das, was du da dein Leben lang geglaubt hast, ja, ist nichts. Auf der anderen Seite hat Trump und Q und so weiter, die haben die Menschen angestachelt und haben ihnen die Wahrheit gezeigt. Die haben das Immunsystem erst einmal gestärkt. Auch das kannst du steuern. Aber da bin ich dann eher bei dem Thema, auch das ist eine Art Massenpsychose. Also Moment einmal, Massenpsychose setzt voraus, dass du die Wahrheit nicht benennst. Die Wahrheit ist das Gegenteil von einer Massenpsychose. Also und deswegen, das geht für mich nicht auf. Die Leute, die meinen, dass das ein Teil der PSYOP war, geht für mich nicht auf, weil du kannst nicht den Menschen die Augen öffnen und ihr Immunsystem aktivieren. Was glaubt ihr, warum wir so angestachelt sind? Weil unser Immunsystem nämlich so aktiviert wurde, ne? Trotzdem, das war aber vorher schon aktiviert. Trotzdem ist Q, Trump, das ist alles auch 4. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe. Es sind dieselben Mechanismen. Ja. Es sind dieselben Abläufe. Es sind dieselben Kanäle. Es sind dieselben Wege, wie Information gesendet wird. Und auch aus dieser Ecke kommt keine Lösung. Nein, die ist sowieso nur in jedem von uns.
Und ich meine, was ich vorhin gemacht habe mit meinem Horrorbild, ist provokante Intervention, weil ich habe natürlich dieses Bild vom Bonsai, habe ich jetzt bewusst geliefert, damit jeder sagt, um Gottes Willen, mit sowas identifiziere ich mich nicht. Also es ist sozusagen eine Groteske, die ich da gezeichnet habe. Ne? Aber sie ist, wie gesagt, auf beiden Seiten. Und die Lösung kann nur in uns sein, indem wir das alles erkennen, durchschauen und für uns letztendlich unsere Realität gestalten. Und die sieht auch wieder bei jedem anders aus. Und jeder muss da seine eigenen Wege finden. Und ich glaube, hatten wir das gestern, ich weiß nicht, ob es gestern war oder ob es im Infoabend war, die Lösung, die ich für mein Leben erarbeite, passt auf keinen anderen. Ich kann von außen, wenn ich jemand beraten soll, kann ich sagen, okay, ich sehe das so und so. Ja? Aber das ist mein subjektiv gefärbter Blick auf eine Situation, die ein anderer hat, die ich wahrnehme. Aber ich kann es nie ganz erfassen. Das ist auch eine Frage der Identifikation. Und deswegen habe ich dieses provokante Bild geboten vorhin. Es sei dir verziehen. Von diesem Bonsai-Eunuchen, weil da sagt doch jeder mit sowas identifiziere ich mich. Ja, Eunuch, Bonsai-Eunuch. Weil da sagt doch jeder, mit sowas identifiziere ich mich nicht. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch, was sie versuchen, aus uns zu machen, so ein Bonsai-Eunuch, oder? Aber da können doch auch immer zwei dazu. Weil lässt du dich dazu machen oder nicht? Genau. Lässt du dir die Narrenkappe aufsetzen oder nicht? Ja, genau. Lässt du dich den Körper mit dem Frosch machen oder nicht? Genau. Ja. Eine Frage der Identität. Bist du Teil der Muppet Show oder nicht? Ja. Was zahlen sie dir dafür? Wie viele europäische Verrechnungseinheiten gibt es denn? Oder Currywurst. Ja, ich weiß es nicht. Eine Currywurst. Nein, für Lauterbach gibt es sicherlich mehr. Ein Linsengericht. Womit wir wieder am Anfang wären bei den Kana, beim Oystrichmaler. Ich will auch nicht wissen, woraus die Würste gemacht sind. Also lassen wir das jetzt, weil sonst wird es jetzt echt komisch. Naja. So, ich bin durch. Ich sage schon mal Tschüss, ja, ihr beiden. Danke für die Einladung. Katharina, du kannst es gerne schicken. Ich mache den, ne? Und stell es dann auf YouTube hoch, ist kein Problem. Genau, und wir sehen uns morgen. Und wir sehen uns dann in wenigen Stunden. Oh, also machen wir heute wieder eine Verabredung. Ja, klar. Wir zwei haben eine Verabredung. Es ist 24. Leute, oder? Heute haben wir die 24. Und eigentlich haben wir gesagt, das muss ich jetzt teasern, James Bond, aber wahrscheinlich werden wir uns doch irgendwas anderes anschauen. Wir werden gucken. Wir wollten James Bond angucken, ne? Heute ist 30. Also wir wollten zumindest vielleicht mal da, das können wir noch immer noch machen, dass wir mal so über die Filmreihe gehen, was uns denn da so verkauft worden ist in der Zeit. Hm? Ja. Schauen wir mal. Oder was ganz was anderes. Ja, okay, gut. Also, dann sehen wir uns. Ciao, Michael. Und Marc, ich freue mich schon auf euer Klares zur Nacht, was da wieder Unklares rüberkommt. Hoffentlich nicht sowas Ungustiöses, wie die Turner jetzt gerade hier präsentiert hat. Aber man muss ja auch ein abschreckendes Beispiel bieten. Und ich bin, finde ich, dafür die am besten geeignete, weil letztes Mal hast du deine Fresse rausgehalten und hast da die faulen Eier dafür kassiert. Nein, es war göttlich. Ich habe es genossen bei der Sendung da, wie du da mit Ferve hineingerattert bist, mit Verspätung bezeichneterweise. Es war ein großartiger Auftritt von dir. Also, macht man es richtig, man kommt zu spät, sprengt die Party und geht dann. Genau, nimmt die ganzen Soletti und Nüsse mit. Keine halben Sachen, gell? Keine halben Sachen, Marc. Ja. Nein, aber ich denke, dass das, um vielleicht kurz dieses Thema mit der Massenpsychose abzuschließen, es gilt es zu erkennen und die einzige Möglichkeit, die man hat, weil das besteht ja auch in gewissen Gefahren oder das wird ja auch letztendlich gelenkt, damit man dann irgendwelche Dinge erzeugen kann, ist wirklich immer wieder gucken, wie kann ich mich aus der ganzen Sache rausziehen, wie halte ich mich da selber davon rein. Ich denke, das ist jetzt die wichtigste Botschaft, die es da gibt. Und nicht verzagen und nicht irgendwo, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, im Gegenteil, sondern ich werde immer mehr bestärkt durch das, was ich tue mit der Arbeit oder das erlebst du ja auch, dass man auf Menschen trifft, die sich dadurch, wie soll man sagen, irgendwo bestärkt fühlen, dass die da irgendwo einen Anker finden. Also nicht, dass man zum nächsten Guru wird, das soll es definitiv nicht sein, sondern dass man wirklich nur sagen kann, es geht auch anders, es sind auch andere da, die das ähnlich sehen oder die auch etwas verstanden haben und
Das Leben geht weiter und wir werden uns neu organisieren, weil dieses System kann uns immer nur kopieren. Und kopieren heißt immer, du rennst irgendetwas hinterher, was ja schon da ist. Kopieren kannst du nur ein Original. Du brauchst immer das Original, sonst ist eine Kopie nichts wert. Und weißt du, zu unserer Sendung da noch, was mir da noch aufgefallen ist, oder was, also dass wir nicht der Komputistik hinterherlaufen, also dieser Messung, weil das hat mich gestört an diesem ganzen Ansatz, von wegen, ich mag diesen Ansatz nicht, also so nach dem Motto, wir müssen so viele wie möglich und wenn wir nicht alle mobilisieren, dann ist es nichts wert. Das ist dieses Nachlaufen von Zahlen. Und ich sehe es eher so, was wir hier machen, ist ein riesen Strahl, einen riesen Lichtstrahl hinaus in die Welt. Das ist genau das, was diese Schädim nämlich zum Verschwinden bringt. Das Licht bringt sie zum Verschwinden, wenn wir so einen riesigen Lichtstrahl. Ich habe mit Frank Köstler eine Sendung gerade gemacht über die Kriegsenkel und das ist auch so ein riesen Strahl. Und das ist etwas, das ist nicht zu benennen, mit wie viele Aufrufe haben wir oder so. Dieser Strahl geht durch die Welt, der geht durch die Welt und er wird weitergetragen. Das ist wie das olympische Feuer, obwohl das vielleicht nicht das beste Bild ist, das olympische Feuer, aber wie so eine Fackel. Es geht auf jeden Fall. Die Idee, die dahinter steht, es gibt, genau. Es wird etwas weitergetragen, es wird, genau. Und es ist unkontrollierbar, ja. Weil es in jedem etwas auslöst. Und beim einen löst vielleicht einen Achselzucken aus, der nächste fühlt sich belustigt oder sieht, gut, okay, jetzt habe ich hier wieder eine Sendung gesehen und mein Bügelnachmittag ist in irgendeiner Art und Weise versüßt. Oder wir sind ja auch oft in Wohnzimmern, die wir gar nicht kennen, zu Gast. Aber das ist ja alles okay. Und wenn irgendwas davon hängen bleibt und wenn es den Menschen irgendwo einen Impuls gibt, etwas anders zu tun oder weiterzumachen oder durchzuhalten, und da geht es nicht durchhalten auf irgendwo einen Punkt hinaus, wo dann alles wieder in Ordnung ist, ja, das ist ganz wichtig. Diese neue Realität, die uns angekündigt worden ist, ist da. Das, was wir daraus machen und wie wir darin leben, das ist ja letztendlich unsere Entscheidung. Und wir haben die Aufgabe, denke ich, und die haben wir ja auch freudig übernommen, dass wir sagen, okay, wir geben diese Gedanken raus, wir sind da vielleicht auch die Kanäle dafür, wie auch immer, und wir geben Impulse weiter, die wir vielleicht schon länger, wie gesagt, jeder, wenn wir 1990 hernehmen als Startjahr und jetzt kommen diese Impulse durch, ja, dann hat es halt so lange gedauert. Und vielleicht dauert es nochmal 2 Jahre oder 1 Jahr oder wie auch immer, aber es ist ein stetiger Prozess und es ist ein Wandel und was da draußen abgeht, ja, mein Gott, ist halt so. Weißt du, da möchte ich noch einmal, wirklich noch mal den Impact hinlegen auf dieses Jetzt. Weil das Jetzt ist das Einzige, was zählt. Dieses ewige Warten auf, ja. Ich warte auf, dass da was kommt von Amerika rüber, von Trump oder was weiß ich, oder die Millionen, die jetzt ausgeschüttet werden. Und wir halten durch. Und wir halten durch, bis das kommt. Das ist mir sowas von zuwider, weil ich sage mir, es ist tatsächlich das Jetzt, was zählt. Und nur im Jetzt können wir was bewirken. Und was wir hier machen, wir beleuchten und wir belichten. Und das setzt sich fort. Und sage ich nicht nur, darauf vertraue ich, weil ich weiß, dass das eine Wirkkraft hat. Da brauche ich gar nicht vertrauen, sondern das weiß ich. Verstehst du? Ja. Ja, so ist es. So ist es. Wollen wir damit jetzt irgendwie... Jetzt beenden wir das Ganze, weil sonst wird es ja zwei Drittel Sendung, sondern wir wollten ja eigentlich... Wir haben ja eine Dreier-Sendung gehabt. Genau. Und ich denke, damit ist erstmal alles gesagt, ohne dass wir jetzt totschlagen. Genau, und ansonsten kann man sich dieses Video anschauen. Ich habe es auf Telegram geteilt, dieses mit der Massenpsychose. Ja. Denn das ist sehr sehenswert, ne? Habe ich mir angeguckt, kann ich eben nur empfehlen. Macht es. Und... es ist sehr bildhaft dargestellt und für jeden verständlich. Auch das kann man wieder irgendwo weitergeben. Also von dem her, ja, einfach nur, wie hätte ich jetzt gesagt, Kaufempfehlung. Übrigens, der ganze Kanal. Empfehlung, ja, oder genau. Der ganze Kanal ist super von denen. Den habe ich auch bei Telegram eingestellt. Da kann man draufgehen. Die machen über Nietzsche, über Psychologie, über Philosophie, alles Mögliche. Wenn man Englisch kann, ist das super. So, Psychologie haben wir ja festgestellt, hier zum Abschluss. Ist auch nur Mindfuck. Letztendlich, die Wahrheit ist in uns drin. Und wir können mehr von uns verstehen, wenn wir es nicht so kompliziert machen und es einfach so annehmen, wie es ist.
Ich würde dann noch gerne dazu sagen, für mich ist das, Psychologie ist eine weitere Matrix, die geschaffen wurde von den Architekten des Bösen. Und es ist wichtig, dass man sich die Architektur anschaut, weil dann kann man sie für sich außer Kraft setzen, dann geht man dem Spin nicht auf den Leim. Um den Spin nicht auf den Leim zu gehen, ist es notwendig, den Spin zu begreifen. Genau, ja. Hilfreich. Ja. Hilfreich, ja, genau. Du sagst. Okay. Super, ich freue mich auf euer Klares zur Nacht. Ich bringe das noch vorher raus. Man kann ja nonstop uns schauen, gell? Ewig. Wir sind eine Dauerschleife. Wir sind schon schlimmer als der Lauterbach. Ja, war gut, oder? Nein, Scherz. Nicht gegen Geld, genau. Okay. Okay, du, also dann. Tschüss, alles Liebe. Bis bald, Leute. Tschüss.